Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Jahreskonferenz zur Lage der russischen Zivilgesellschaft. Dobro pozhalovat, дорогие друзья, дамы и господа. Dobro pozhalovat na ежегодную конференцию, посвященную состоянию российского гражданского общества. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir beginnen. Ein kurzer technischer Hinweis. Wie können Sie die Simultanübersetzung nutzen? Nehmen Sie den Cursor, gehen Sie zum unteren Bildschirmrand. Dort öffnet sich eine Leiste und dort können Sie die Sprache Deutsch oder Russisch auswählen. Сначала, как воспользоваться синхронным переводом, наведите курсор на нижнюю часть экрана. Там открывается панель, где вы можете выбрать язык, немецкий или русский. Band auf, wo Sie unter anderem Sprachen wählen können. Я продолжаю по-немецки теперь. Wir haben allen Grund zur Sorge. Seit dem letzten Jahr, in dem wir auf die Umweltproteste in Schies uns konzentriert haben und auf Moskau geschaut haben, hat sich die Lage in Russland, man kann sagen, massiv verschärft. An den letzten beiden Wochenenden sind Zehntausende von Menschen in vielen Regionen Russlands auf die Straße gegangen. Auch in Berlin gehen Menschen jeden Sonntag auf die Straße, um trotz massiver Polizeiaufgebote, das betrifft jetzt Russland, gegen Korruption und die Festnahme von Alexei Nawalny zu protestieren. Wir wollen unsere Analyse heute Abend nicht auf Nawalny, auf seine Person und die Proteste um ihn herum fokussieren und konzentrieren, sondern wir wollen auf die gesamte Zivilgesellschaft in Russland schauen. Aber natürlich sind diese Proteste ein weiterer aktueller Anlass, uns die Bedingungen und die Gefährdungen gesellschaftspolitischen Engagements in Russland genauer anzusehen. Und unsere Verbundenheit, das ist ganz wichtig, mit unseren Partnerinnen und Freundinnen in Russland zum Ausdruck zu bringen. Natürlich, als wir diese Veranstaltung geplant haben, haben wir an die Pandemie gedacht, ihre Folgen für die Zivilgesellschaft, Handlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, wie ist die, sind die Gruppierungen und Organisationen und Einzelpersonen mit der Pandemie umgegangen, bis hin zu Einschränkung politischer Freiheiten unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung. Aber das alles ist im Grunde genommen weggewischt worden durch diesen Gesetzesteppich neuer repressiver Projekte, die in die Duma eingebracht worden sind, die unmittelbar auf die Unabhängigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und Akteurinnen und Initiativen zielen und ihre Freiheit zu internationaler Kooperation massiv einschränken. Diese Gesetzesinitiativen stehen ganz offensichtlich in einem Zusammenhang mit den Ereignissen in Belarus. Sie sind sehr angepasst auf die Form der Proteste, die wir dort sehen. Und sie sind eine Zäsur auf dem Weg der Vorbereitung der Duma-Wahlen im September 2021. Mit diesen Gesetzen, von denen ein Teil bereits verabschiedet ist, ein anderer sich noch im Gesetzgebungsverfahren befindet, wird der diskriminierende und diskreditierende Status eines ausländischen Agenten von Nichtregierungsorganisationen, die ihn schon länger tragen müssen, auf nicht registrierte Bewegungen und sogar auf Einzelpersonen übertragen, die sich politisch engagieren und dabei Unterstützung aus dem Ausland erhalten, wobei mit Unterstützung nicht mehr nur finanzielle Unterstützung gemeint ist, sondern jeder Rat, jeder Austausch, jede Form der Zusammenarbeit. Diese Gesetze wirken wie ein flächendeckender Teppich über die gesamte Breite zivilgesellschaftlicher und politischer Aktivitäten, die damit erstickt werden sollen. Was ist politische Tätigkeit nach diesen Gesetzen? Nicht definiert.
Fast alles, was an Engagement in der Bevölkerung vorhanden ist, und sei es nur, um Missstände namhaft zu machen, kann darunter fallen. Von einem Brief an das Bürgermeisteramt, weil eine bestimmte rollstuhlgerechte Eingang vielleicht fehlt und der gebaut werden könnte, bis hin zu Meinungsbefragungen von Bürgerinnen oder der einfachen Organisation einer Diskussionsveranstaltung. Wer als ausländischer Agent zwangsregistriert wird, darf nichts Öffentliches mehr tun oder verlautbaren, ohne sich auch selbst diesen Stempel zu verleihen. Andernfalls drohen hohe Ordnungsstrafen und im Wiederholungsfall strafrechtliche Verfolgung. Jedes Projekt, jede Versammlung, jede öffentliche Aktion bedarf womöglich, das steht zu befürchten, im Vorfeld der Genehmigung durch die Behörden. Neben dieses sogenannte Agentengesetz oder die Agentengesetze treten weitere Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, der Medienfreiheit und des Wahlrechts, die unabhängiges bürgerschaftliches Engagement, das sich nicht von vornherein staatlicher Kontrolle unterwirft, zum Erliegen bringen sollen. Das heißt, wir haben viel, viel Stoff über die neuen Gesetze im Detail zu sprechen, sie anzuschauen und ihre Folgen auch in Bezug auf die Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit gründlich zu analysieren. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung erneut zusammen mit Alexei Kozlov durchführen können und übergebe gleich für Begrüßungsworte an ihn. Möchte aber ganz kurz noch einmal auf den Ablauf des Abends hinweisen. Wir haben eine erste Gesprächsrunde, wo wir von Vertreterinnen der zivilgesellschaftlichen Initiativen in Russland verschiedene Perspektiven erhören werden zu den Agentengesetzen und welche Folgen tatsächlich von ihnen zu erwarten sind. Dann wird mein Kollege Walter Kaufmann in Berlin eine kürzere Runde mit Kommentaren aus deutscher Sicht zur Frage, ob und wenn ja, gibt es internationale Reaktionsmöglichkeiten moderieren. Und die Frage, wie wirkt sich das eigentlich auf die bestehende zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit Russland-Deutschland auf jeden Fall oder Russland-Europa, wie man es nehmen möchte, aus? Diese Fragen werden in dieser zweiten Runde, moderiert von Walter Kaufmann, im Vordergrund stehen. Und zum Abschluss sollen alle Beteiligten nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Sie, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, sind herzlich eingeladen über Fragen und Antworten, Q&A, Fragen, Kommentare, was auch immer, an die Gäste zu richten. Und wir versuchen, so viel wie möglich davon in die Abschlussrunde hinein und einzubeziehen. Bevor also jetzt das Wort wirklich an Alexei Kozlov geht, noch ein ganz, ganz herzlicher Dank an Walter Kaufmann und Nina Happe und unser Tech-Team, die in bewährter Zusammenarbeit diese Veranstaltung miteinander vorbereitet haben. Und wir sehen, dass weitere Panelistinnen sich hier einschalten und das ist ganz wunderbar. Mit diesen Worten übergebe ich an Alexei Kozlov, der die Freiheit der politischen Gefangenen schon hier in seinem Standbild fordert. Lieber Alexei, Herr, ich übergebe an dich und ich wünsche uns allen eine spannende Debatte. Vielen Dank, Helen. Ich möchte mich bei der Böll-Stiftung ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, jetzt schon zum achten Mal die Situation mit der Zivilgesellschaft in Russland zu diskutieren und das direkt zu Jahresbeginn. Das gibt uns die Möglichkeit, nicht nur perspektivisch auf diese Gesellschaft zu schauen, sondern auch in der Retrospektive. Was hatten wir, was werden wir haben? 2014, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, haben wir damals lediglich über diese eine große politisch motivierte Sache gesprochen, über Bolotnaya. Und das war für uns seinerzeit etwas wirklich Großes und Unmögliches. Und die Folgen waren noch gar nicht absehbar. Jetzt haben wir zig solche politische Strafsachen, Hunderte, Tausende Verwaltungssachen, die ebenfalls politisch motiviert sind, zig Organisationen, die als ausländische Agenten gekennzeichnet sind, Hunderte politische Gefangene und das alles in dieser kurzen Zeit, in diesen wenigen Jahren. Und dementsprechend
haben wir auch jedes Jahr, wo wir neue Aspekte dieser Situation beleuchten. Und was wichtig ist, jedes Jahr entwickeln wir Pläne oder auch Ratschläge für die Zivilgesellschaft in Russland, in Deutschland, wie man unter diesen Bedingungen trotzdem erfolgreich zusammenarbeiten kann. In diesem Kontext eröffnet unsere Solidarisgemeinschaft ein neues Projekt, Freies Russland, gemeinsam mit der Solidaris Foundation, die sich mit politischen Gefangenen befassen wird, mit politischen Immigranten, mit den Repressalien in den Ländern der östlichen Partnerschaft und in Russland, vor allen Dingen in Russland und in Belarus. Ganz herzlichen Dank für diejenigen, die heute die Zeit gefunden haben, an dieser Konferenz teilzunehmen. Und ich hoffe, dass die Diskussion erfolgreich sein wird und dass viele auch Antworten auf ihre Fragen finden. Fragen, die sich jetzt durch die Situation in Russland bei Ihnen angesammelt haben. Eine erfolgreiche Konferenz uns allen. Vielen Dank. Guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Johannes Voswinkel. Ich bin der Büroleiter des Moskauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung und werde als Moderator durch die erste unserer Gesprächsrunden führen. Ich hoffe, dass meine Panelisten alle da sind und bitte Sie, die Kamera einzuschalten, damit ich Sie sehe. Leider ist es ja nicht so wie bei einer Offline-Veranstaltung, wo man gemeinsam auf dem Podium sitzt. Wir wollen heute über die Gesetzesinitiativen, diese Flut von repressiven Gesetzen sprechen, die in den letzten Monaten verabschiedet wurden oder noch zur Verabschiedung im Parlament anstehen. Wir wollen mehr erfahren, insbesondere darüber, ob diese Welle neuer repressiver und teilweise ja geradezu absurder Gesetzesregelungen die russische gesellschaftliche Aktivität, das Engagement einschränken oder eventuell gar unmöglich machen werden. Als Gäste begrüße ich in der ersten Runde Olga Gnezdilova, Anwältin des Projekts Rechtsinitiative, Galina Arapova, Juristin, Expertin im Bereich Informationsfreiheit, Natalia Zviagina, Direktorin von Amnesty International, Osteuropa und Zentralasien und Daria Apachonchich, Russischlehrerin, Künstlerin und sogenannte ausländische Agentin. Aber kurz, bevor wir in das Thema einsteigen, noch zwei technische Bemerkungen zu unserem heutigen Format. Videokonferenzen, Sie wissen das wahrscheinlich alle schon, haben ja ihre ganz eigenen Ermüdungsfaktoren. Und damit es gar nicht so weit kommt heute, wollen wir uns recht kurz und konzentriert und pointiert halten. Ich habe also die Aufgabe und ich hoffe, ich werde dabei nicht zu unhöflich wirken, für Kürze und für auf den Punkt kommen einzutreten, damit wir insbesondere in unserem ehrgeizigen Zeitplan bleiben und dabei lebendig und informativ sind. Und es gibt, ich wiederhole das nochmal, es stand schon im Chat, für alle Sie, die Sie uns hören oder sehen, die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen. Sie müssen nur an Ihrem Bildschirm in die untere Leiste auf F und A, Fragen und Antworten, klicken. Dort können Sie Fragen hineinschreiben. Die werden übrigens für alle anderen nicht sichtbar sein. Und wir werden dann versuchen, in Abhängigkeit davon, wie wir mit unserem Zeitplan vorankommen, zumindest einige der Fragen an unsere Gäste weiterzureichen. Einsteigen wollen wir in unser Thema heute mit einem kurzen Überblick über diese Flut, wie häufig gesagt wird, von Gesetzesänderungen zulasten des zivilgesellschaftlichen Engagements. Olga Gnezdilova ist bei uns Anwältin des Projekts Rechtsinitiative, ein Projekt, dessen Hauptaufgabe darin besteht, juristische Hilfe bei der Erstellung von Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu leisten in Russland. Olga hat eine Präsentation vorbereitet und wird uns kurz einen Überblick über all diese Gesetzesinitiativen geben. Und Olga, ich sage gleich zu Anfang 7 Minuten, ich bitte darum, das einzuhalten. Ich werde übrigens eines machen, immer wenn nur noch 1 Minute übrig bleibt, halte ich hier diese 1 vor meine Kamera als kleinen Hinweis darauf, dass die Zeit verrennt. Olga, Sie haben das Wort, bitte sehr. Guten Tag, ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin und ich bin sehr froh über diese große Anzahl der Teilnehmer. Ich sehe, dass mehr als 200 Personen sich eingewählt haben. Das ist wirklich sehr wichtig und interessant für Russland angesichts dessen, was heute in Russland passiert. Das Ende von 2020 und Beginn 2021 haben sich dadurch ausgezeichnet, dass eine Reihe von Gesetzen und Gesetzesinitiativen eingebracht worden sind, damit die Wahlen so stattfinden, wie der Staat das sich wünscht. Es gab sehr starke
Einschränkungen in zwei Bereichen, und zwar die Freiheit zu Kundgebungen und Meinungsfreiheit. Sie wissen, dass in den letzten Tagen Proteste in Russland gegeben hat. Mehr als 10.000 Personen wurden innerhalb von 3 Tagen festgenommen und mehr als 500 Personen haben die sogenannten administrative Hafttage bekommen. Menschen wurden vernommen, auch im Rahmen von Strafverfahren, die ebenfalls eingeleitet worden waren. Das ist eine alte Praxis, aber was die Größe angeht, ist es etwas eine völlig neue Dimension. Wir hatten noch nie überfüllte Haftzellen, sehr rigorose Haftbedingungen. Viele Menschen sind zusammengeschlagen worden, sie haben keine Nahrung bekommen, sie wurden Frost ausgesetzt. Das heißt, diese Repressionen haben nicht nur diese gesetzgeberische Formel, sondern auch diese praktische Art der Bestrafung. Natürlich ist es noch nicht mit Belarus zu vergleichen, aber alles geht in die gleiche Richtung. Was die Meinungsfreiheit und die Kundgebungsfreiheit angeht, so haben wir eine Norm, die besagt, dass Geld einsammeln während Meetings verboten wird. Dieses Geld wird eingesammelt, zum Beispiel um neue Mikros einzukaufen oder Lautverstärker. Also diese Norm lautet wie folgt: Es muss ein extra Konto für dieses Meeting eröffnet werden und nur auf dieses Konto soll das Geld überwiesen worden. Es darf kein bares Geld im Umlauf sein und auch kein PayPal-Konto darf auch eröffnet werden. Was wurde noch gemacht? Also Blockade von Straßen, das wird nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verhandelt, sondern als Strafverfahren. Was bedeutet das, Blockade von Straßen und die Behinderung von Fußgängern? Wenn eine Menschenmenge, 10 Personen stehen auf dem Bürgersteig und die Polizisten der Meinung sind, dass sie Menschen behindern, ihren Weg weiter fortzusetzen. Das alles kann zu einem Strafverfahren führen. Das heißt, dass alle, die an bestimmten Ort und an bestimmter Stelle stehen, einem Strafverfahren zugeführt werden. Die weitere Norm, der Vorwand ist natürlich die Pandemie. Und zwar, die Organisatoren der letzten Proteste haben angeblich gegen sanitäre Normen verstoßen während der Corona-Pandemie. Und das wurde bewertet als die bewusste Gefahr der Ansteckung für Bürger. Diese Menschen wurden festgenommen. Sie sind unter Hausarrest gestellt worden. Pressesprecherin Kira Jarmisch, Pressesprecherin von Nawalny, ist jetzt auch unter Hausarrest. Und wir sehen nichts Gutes bei weiterem Vorgehen. Und der zweite Block, das ist die Beschränkung der Meinungsfreiheit. Wir sehen, dass eine strengere Verantwortung vorgesehen ist für die Diffamierung. Üble Nachrede wird mit 2 Jahren Haftstrafe geahndet und sehr üble Diffamierung bis zu 10 Jahren. Also Schwerverbrecher bekommen bei uns bis zu 10 Jahren. Und wenn jemand darüber erzählen wird, dass ein Beamter Gewalt ausgeübt hat, kann diese Person zu 10 Jahren Haft verurteilt werden. Es wurden auch weitere Normen eingeführt, die zum Beispiel das Posten in Social Media angehen oder was die Aufrufe zu bestimmten Aktionen angeht oder einfach Aufruf, sich an einer Aktion zu beteiligen, damit Gesetze, bestimmte Gesetze verändert werden können. Und wenn solche Menschen dann eine bestimmte Summe auf ihr Konto bekommen aus der Ukraine oder aus Moldau, kann es auch zu strafrechtlichen Verfolgung geführt werden. Es sind neue Verpflichtungen auferlegt worden, was die Nichtregierungsorganisationen angeht. Diese Organisationen müssen das Justizministerium über ihre Veranstaltungen noch vor diesen Veranstaltungen in Kenntnis setzen. Wenn ein Verbot erteilt wird, aber die Veranstaltung dann trotzdem durchgeführt wird, kann dann eine Nichtregierungsorganisation geahndet werden.
Die Behörden haben das Recht bekommen, bestimmte Inhalte zu blockieren. Wenn zum Beispiel etwas auf YouTube oder Facebook gepostet wird, das kann auch blockiert werden. Technische Möglichkeiten gab es ja vorhin, jetzt gibt es auch gesetzliche Möglichkeiten. Höhere Geldstrafen sind eingeführt worden, wenn verbotene Informationen nicht entfernt werden. Bis zu 8 Millionen Rubeln. Und unsere Gerichte fallen in Windeseile Entscheidungen, welche Informationen ungewünscht sind und welche nicht. Es ist ja klar, dass viele Internetseiten blockiert werden. Es werden vielleicht Internetseiten von nicht kommerziellen Organisationen sein, die zum Beispiel Initiativen starten gegen bestimmte Gesetze. Eine weitere Norm sieht vor, dass bestimmte Menschen verfolgt werden können, wenn sie sich an der Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen beteiligen, selbst wenn diese Nichtregierungsorganisationen im Ausland sind. Begründet wird, dass dadurch, dass russische Bürger an Schulungen teilnehmen können und wenn es unerwünschte Organisationen sind, dann egal, wo Veranstaltungen dieser Organisation stattfinden, können russische Bürger daran nicht teilnehmen, weil das eine strafrechtliche Verantwortung mit sich bringt. Das schränkt unsere Möglichkeiten ein, zu sprechen, aufzutreten, unsere Informationen zu posten. Das betrifft nicht nur jeden Aktivisten, das betrifft jeden Bürger. Danke. Wunderbar, besten Dank, Olga. Das hört sich alles beeindruckend, weitreichend und berückend auch für die Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten an. Viele wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie es weitergehen soll mit ihrem Engagement. Wir haben hier bei uns Galina Arapova. Sie ist Juristin, Expertin im Bereich Informationsfreiheit. Als Direktorin führt sie seit, glaube ich, ganz, ganz langer Zeit, 1996 habe ich gefunden, wenn es stimmt, das Zentrum für die Verteidigung der Rechte der Massenmedien. Galina, welche Auswirkungen werden denn Ihrer Ansicht nach die Gesetze auf zivilgesellschaftliches Engagement haben? Johannes, haben Sie vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, heute bei Ihnen mit dabei zu sein und dieses Gespräch führen zu dürfen. Ja, in der Tat, ich stehe ein für Rechte von Journalisten und meine Sichtweise wird darauf ausgerichtet sein, welche Gesetze in diesem Bereich verabschiedet worden sind und die noch zu verabschieden sind und wie sie dann die Arbeit von Journalisten beeinflussen werden und insgesamt, welchen Einfluss werden sie auf die Zivilgesellschaft nehmen. Bürgerrecht, Rechtsorganisationen verbreiten ihre Informationen in erster Linie online und jede Form der Verbreitung von Informationen steht unter der Kontrolle des Staates. Der Staat wacht darüber mit Argusaugen. Und das, was Olga angeführt hat, diese Gesetze über ausländische Agenten sind ein Beispiel, auf welche Art und Weise russische Behörden und der russische Staat beabsichtigen, unsere Arbeit zu kontrollieren. Auch das, was wir teilen und was wir nach außen geben und so weiter und so fort. Das gesamte Paket von Gesetzen, die im November, Dezember vergangenen Jahres der staatlichen Duma zugeleitet worden waren, und man muss sagen, die meisten Gesetze wurden in rasender Geschwindigkeit verabschiedet. In den ersten 10 Tagen war die erste Lesung, dann wurden diese Gesetze in der zweiten und in der dritten Lesung verabschiedet. Und diese Gesetze wurden darauf ausgerichtet, um die Kontrolle über die Zivilgesellschaft zu verschärfen und neue Formen von Zensur einzuführen zu bedeutenden gesellschaftspolitischen Fragen. Ich befürchte, dass das darauf abstellt, um die Atmosphäre der Angst hervorzubringen. Wenn diese Angst tiefe Wurzel bei Menschen schlagen wird, die früher noch gewagt haben, etwas öffentlich zu diskutieren, so haben sie jetzt mehr Argumente, die der Staat anführt, die besagen, wenn wir etwas besprechen, dann müssen wir das wieder in der Küche besprechen und nicht öffentlich, nicht bei Social Media. Je weniger Informationen publik
gemacht werden, desto mehr haben wir das Gefühl, dass unser Leben sehr ruhig und gut ist. Das ist jenes Bild, das staatliche TV-Sender hervorbringen. Und es ist wichtig hervorzubringen, dass insgesamt das informationelle Milieu in Russland seit Jahren, seit vielen Jahren, nämlich seit 10, 15 Jahren unter der staatlichen Kontrolle ist. Und der Staat hat sich sehr bemüht darum, um diese Kontrolle an sich zu reißen. Alle staatlichen TV-Sender werden von staatlichen Unternehmen kontrolliert. Die wichtigsten Zeitungen, dort wurde der redaktionelle Stab ersetzt durch Kontrollbehörden, Eigentümer wurden ausgewechselt, damit die redaktionelle Tagesordnung beeinflusst werden konnte. Und die Zivilgesellschaft musste dann ins Internet abdriften. Das, was Menschen bewegt, das, was Journalisten und Blogger zur Sprache bringen, findet alles im Internet statt. Und deswegen sehen wir, wie die Kontrolle in diesem Bereich verschärft wurde. Üble Nachrede, Diffamierung, das, wovon Olga gesprochen hat. Was sehen wir hier? Rechtliche Rahmen sind erweitert worden. Also dieser Begriff üble Nachrede ist erweitert worden. Also sehr viele Sachen fallen jetzt unter diesen Begriff. Und das ist furchtbar, denn das entspricht den internationalen Standards nicht. Also das russische Strafgesetzbuch macht es möglich, dass jene Menschen verfolgt werden, wenn zum Beispiel eine individuell unbestimmte Gruppe angesprochen wird. Nicht eine konkrete Person, sondern üble Nachrede gegen Unbekannt. Und da kann schon ein Strafverfahren eingeleitet werden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt eine Vielzahl von solchen Beispielen. Sehr ernstzunehmende Veränderungen, die die Arbeit von Journalisten angeht, wenn sie ein Ereignis über ein Ereignis berichten. Journalisten wurden auch früher sehr starken Angriffen ausgesetzt, wenn sie Massenkundgebungen begleitet haben und so weiter und so fort. Jetzt wird das noch mehr sich auf ihre Arbeit auswirken. 82 Journalisten sind verhaftet worden bei der Kundgebung am 31. Januar. Also russlandweit. Und Journalisten sind jetzt gezwungen, bestimmte Abzeichen zu tragen. Aber niemand versteht, welche Form diese Abzeichen sein sollen. Wir sehen aber, dass sie durch diese Abzeichen zur Zielscheibe der Polizisten werden. Sie werden sehr schnell gefangen, werden in diese Autosacks reingeworfen und werden weggebracht. Ja, die Meinungsfreiheit wird immer enger. Man muss tatsächlich sagen, wir sind müde, diese neuen Zensur Tools zu kollektionieren und der Zivilgesellschaft zu erklären, wie sie in dieser Atmosphäre ihre Informationen weiter verbreiten kann, ohne sich dem Risiko aussetzen zu müssen. Wir verstehen, das müssen wir alles tun, aber die Bedingungen werden immer schärfer. Danke. Danke, Galina. Natalia Sviagina. Natalia, Sie sind Direktorin von Amnesty International, Osteuropa und Zentralasien. Was bedeuten denn diese Veränderungen ganz konkret für Ihre Organisation? Merken Sie schon Auswirkungen? Wie gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem wachsenden Druck um? Also Amnesty International ist in Russland ja eine internationale Organisation und deswegen sind nicht alle diese Gesetze für uns neu. Human Rights Watch zum Beispiel oder andere Initiativen, das Rote Kreuz zum Beispiel oder Ärzte ohne Grenzen sind ja auch in jedem Fall verpflichtet, an das Justizministerium Informationen zu schicken, welche Jahrespläne sie haben. Das wurde regelmäßig gemacht, aber das war alles relativ weich, weil das Justizministerium nicht das Recht hatte, zu genehmigen, was wir machen dürfen oder was nicht. Unsere Kollegen von Oxfam oder von anderen Organisationen haben natürlich ernsthaft, genau wie wir, darüber nachgedacht,
wie die Öffentlichkeit hier reagieren soll, mit wem man kommunizieren kann, wie man kommunizieren kann. Und das ist für uns und für die nationalen Organisationen oder auch für normale, natürliche Personen jetzt eine schwierige Aufgabe. Wie kann man vorhersagen, was passieren wird? Ja, dass sogar Anwälte, Juristen, die die Gesetzgebung gut kennen, oder die sich darauf spezialisiert haben, mit dem zivilen Sektor zu arbeiten oder mit Aktivisten zu arbeiten, haben eine solche Masse neuer Informationen bekommen, dass es sehr schwierig ist, sich darin zurechtzufinden, zu orientieren. Und die Behörden verstehen ja selbst auch noch nicht ganz, wie das umgesetzt wird. Sie haben teilweise auch noch nicht die hundertprozentige Information. Das ist einerseits für uns ein Hoffnungsschimmer, aber andererseits ist es eine zusätzliche Herausforderung. Das heißt, das ist wirklich eine schwierige Frage. Man kann nicht vorhersagen, wenn man was tut, welche Reaktion, welche Antwort man darauf erfahren wird. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir Aktionen fortsetzen, dass wir alles das, was wir angefangen haben, unsere Kollegen angefangen haben, auch fortsetzen. Zum Beispiel die Einzelpickets als Protestform. Ja, die haben wir in der Corona-Situation jetzt angefangen, in Petersburg, in Moskau und so weiter, wo sich Aktivisten an die regionalen Behörden wenden, mit der Bitte, zumindest diese Einzelstreiks zu genehmigen. Jeder, wenn jemand rausgeht mit einem Plakat, wird er trotzdem bestraft, weil er diese Solidaritätsgesetzgebung verletzt. Ja? Obwohl man früher in den Städten in Bars zum Beispiel oder Jugendtreffen machen konnte, auch als schon relativ strikte Auflagen bestanden. Und es ist wichtig, dass man da einfach vom Todpunkt fortkommt. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja, teilweise ja, aber mich interessiert tatsächlich, was macht es diese Drohung, die durch das Gesetz ausgeht, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder was wissen Sie von anderen Organisationen? Wie geht man als gesellschaftlich Engagierter mit dieser Drohkulisse um? Also ich sehe, dass die Leute sehr mutig sind. Sie arbeiten genauso weiter, wie sie vorher auch gearbeitet haben. Es heißt nicht, dass sie nicht merken, was passiert, aber ich denke, das ist eine normale Reaktion. Das, was man kann, gut weitermachen. Und das gibt auch Hoffnung. Wenn es zum Beispiel Aktivisten gab, die öffentliche Veranstaltungen beobachtet haben, sie machen das weiter, sie gehen weiter auch raus. Sie wurden teilweise jetzt auch inhaftiert, das warten wir jetzt erstmalig. Zwei Aktivisten von der Gruppe Ogon wurden auch festgehalten. Sie waren gekennzeichnet durch Westen. Sie haben die Briefe gezeigt, die sie an die Polizei geschrieben haben und an die russische Garde. Aber ungeachtet dieser Kennzeichnung wurden sie inhaftiert. Und das Gericht hat diese Besonderheiten ihres Rechtsstatus bei den öffentlichen Veranstaltungen auch absolut negiert. Sie waren 3 Tage in Haft, aber diese Taktik hat trotzdem schon irgendwie gestattet, die Situation zu kontrollieren. Die Aktivisten zum Beispiel, die Lage von Personen in Gefängnissen zum Beispiel beobachten, setzen ihre Arbeit auch fort. Und das hat den Aktivisten, die inhaftiert wurden, ebenso sehr geholfen. Das heißt, diese Tätigkeit oder die Beleuchtung von Veranstaltungen, dass man darüber berichtet, das hilft wirklich allen. Man macht, was man macht, was man immer gemacht hat. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Wir haben ja teilweise auch schon in den Vorworten zu unserer Veranstaltung von den ausländischen Agenten gesprochen, als einer neuen Qualität, nämlich es können auch natürliche Personen ausländische Agenten werden. Und wir haben heute eine, ich sage das jetzt mit gesprochenen Anführungsstrichen, ausländische Agentin auch bei uns, Daria Apachoncic. Sie ist Lehrerin für Russisch und Literatur, Künstlerin in St. Petersburg, engagiert sich sehr stark gegen Gewalt
in der Gesellschaft, vor allem gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt für Frauen und ist Ende Dezember, ich glaube, zur größten Überraschung auch ihrer selbst, zur ausländischen Agentin als Massenmedium erklärt worden. Das muss man sich mal vorstellen. In Russland gibt es diese Monsterkombination, dass eine natürliche Person ein Massenmedium sein kann und darüber hinaus eben auch noch zur ausländischen Agentin erklärt werden kann. Daria, können Sie uns erklären, warum Sie ausländische Agentin geworden sind? Guten Tag, danke für die Einladung. Also ich habe es nach wie vor nicht verstanden, warum ich ein medienausländischer Agent bin. Ich habe auch einen Brief an das Justizministerium geschrieben mit der Bitte, das zu erklären und habe eine Antwort bekommen, wo formell irgendwelche Artikel aufgezählt sind, was jetzt angeblich mich betreffen würde, aber konkrete Aussagen waren nicht dabei. Ich habe jetzt nochmal geschrieben und gezeigt, einen Kontext für mich geschaffen, um zu zeigen, wer ich bin, was ich tue. Ich denke, dieses Geschenk vom Justizministerium habe ich für meine gesamte Tätigkeit als Aktivistin bekommen, die ich in Petersburg ja schon recht lange betreibe. Petersburg ist eine Stadt, wo es sehr viel Straßenaktivitäten gibt, zum Beispiel auch von Feministinnen. Wir haben einige Flashmobs gemacht die letzten 8 Jahre. Wir hatten feministische Ausstellungen, antimilitaristische Ausstellungen, was wir nicht alles schon gemacht haben. Und die ganzen Jahre haben wir es, Gott sei Dank, ohne Strafen und ohne Zusammenstöße geschafft. Es gab immer unterschiedliche Situationen, aber einfach um mal meine persönliche Geschichte zu zeigen, wir haben ja heute auch über Repression gesprochen. Ich wurde im letzten Sommer verhaftet, weil ich Julie Tichnova unterstützt habe und Schüstjörke Chitveren. Das waren zwei wichtige Frauenrechtsgeschichten. Ich wurde verurteilt, dann habe ich Revisionen eingelegt und letztendlich habe ich auch Recht bekommen, nicht weil ich Recht hatte, sondern weil die gesamte Strafsache sehr schlecht zusammengestrickt war. Deswegen wurde ich freigesprochen. Aber dann bin ich halt in diese Liste von Medien ausländischer Agenten gekommen, weil ich Russisch als ausländische Sprache unterrichte und somit auch natürlich, es wäre seltsam, wenn nicht, Zahlung aus dem Ausland bekomme und weil es eben auch, weil ich mal Geldsammlungen initiiert habe, auch Spenden aus dem Ausland bekommen habe. Das war im Dezember. Vor einer Woche kam man zu mir, hat sich in die Tür gehämmert, 6 Stunden meine Wohnung durchsucht, Telefone konfisziert, Materialien konfisziert. Das war eine Entwicklung in den letzten einigen Monaten und die letzten 8 Jahre davor war im Prinzip Ruhe. Da war nichts dergleichen passiert. Also die Situation jetzt hat sich wirklich verschärft. Vor allen Dingen auch der Kampf gegen solche zivile Aktivistinnen wie mich. Ich will ja weder Bürgermeister werden, noch will ich politischen Kampf machen. Aber mein Aktivismus wird als politische Aktion in Russland gewertet. Früher nicht. Kann ich eine Präsentation zeigen oder später? Da, Daria, wir hatten vorbereitet, Sie haben uns einige Fotos zur Verfügung gestellt, um einen Eindruck zu bekommen, welche Art von Aktionen, Auftritten Sie machen. Ich hoffe, dass wir das jetzt zeigen können. Dann könnten Sie uns dazu etwas erzählen zu den Fotos jeweils. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir die jetzt auch einblenden können. Okay, wenn es klappt, dann ist es lediglich der Hintergrund, so ein allgemeiner Hintergrund, um zu zeigen, was man tun kann, um sichtbar zu werden. Das Wichtigste, was ich sagen wollte, dass ich wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt zu sehr gesehen wurde oder bemerkbar wurde. Noch funktioniert es nicht. Okay, prima. Das ist eine Fotoaktion, so eher eine Parodie zum männlichen Thema, wo gezeigt wurde, dass Prostitution keine Erholung, kein Urlaub für Männer ist, sondern Ausbeutung. Das war ein Fotoprojekt, ein Bestandteil auch von verschiedenen ausländischen Ausstellungen oder Ausstellungen im Ausland. Die nächste bitte, das nächste Bild.
Ja, das ist aus der gleichen Serie. Odduch heißt Urlaub. Das ist mein Foto, aber es ist auch eine Aktivität von Gruppen, die in der ähnlichen Richtung arbeiten. Das nächste bitte. Das ist das, was wir mit der Gruppe Rodina gemacht haben. Das heißt, der zärtliche Omon. Wir haben dem Omon eine Alternative vorgeschlagen, wie man Lieder singen kann, Müll sammeln kann, freundlich sein kann, auch sehr kreativ und humoristisch. Nächste Folie bitte. Das ist eine Aktion, die auch sehr populär war. Sie heißt Ovi-Parade für Ovi-Patrioten. Hier haben wir patriotische staatliche Ideen umspielt. Zum Beispiel im Mittel, der junge Mann hat das Bild Krieg, Arbeitslosigkeit, November. Das zeigt so ein bisschen die Situation in unserem Land und das hat eine sehr gute Verbreitung gefunden, weil es so ein bisschen die depressiven Stimmung bei uns im Land gezeigt hat. Das nächste Foto. Das war in Kemerova, auch eine Aktion zum Paradies. Die Frau hat ein Schild, hier ist das Paradies. Der Mann trägt das Schild, es gibt nichts mehr, worüber man träumen könnte. Das war eine Situation in Kemerova, wo wir mit diesen Plakaten durch die Stadt spaziert sind. Die Leute haben schon gedacht, ja, das ist bestimmt ironisch, waren aber auch nicht sicher. Das war schon sehr hintergründig und man wusste nicht, ist das nun wahr oder nicht. Das nächste Foto bitte. Das ist auch so eine patriotische Performance, die wir gemacht haben. Kann man eigentlich überhaupt nicht als politische Demonstration verstehen. Wir wollten zeigen, dass es die Mutter Amat ist, die Göttin in unseren Herzen. Also eher sehr kryptisch. Das nächste Bild. Ja. Das ist nicht meine Aktion, aber das, was in Petersburg teilweise geschieht, als künstlerischer Feminismus, antimilitaristisch, eine Aktion, die der Einberufung, der Zwangseinberufung von jungen Männern in die Streitkräfte gewidmet ist. Das betrifft natürlich auch immer die Frauen, die überhaupt nicht damit einverstanden sind. Das nächste Foto bitte. Das ist auch eine sehr lautstarke Performance aus dem Jahr 2018, gewidmet dem Kampf gegen Abtreibung, auch eine Art Parodie, wie Personen, die gegen Abtreibung sind, wie sie von der Seite aussehen. Also das waren auch Feministinnen aus Petersburg. Drauf steht orthodoxe vaginale Kontrolle auf diesem Plakat. Also man muss es immer sehr lautstark, sehr, sehr krass sagen. Es ist immer auch eine gewisse Mimikrie. Das war zum Beispiel eine Aktion auf einem Boot, welches wir gepachtet hatten. Und das hat auch eine sehr starke Resonanz bekommen für den Mut, der hier gezeigt wurde. Das nächste Foto bitte. Das ist das sogenannte Vulva-Ballett in Unterstützung von Julia Zwitkova, wofür ich dann auch die Strafe bekam. Das ist eine Tanzdemonstration. Wir haben den sozialen Abstand zwar eingehalten, aber ich wurde bestraft aufgrund einer angeblichen Verletzung der Sanitärregelung. Und das letzte Bild, bitte. Ja, okay, das war es dann schon. Ich hatte noch ein kurzes Video, aber das war schon ausreichend. Wir wollten Ihnen bloß dadurch zeigen, was dieser Frauenaktivismus, dieser feministische Frauenaktivismus in Petersburg darstellt. Vielen Dank. Ja, besten Dank, Daria. Wir haben das nicht vorgelesen. Bei der einen Aktion vor dem Kreiswehrersatzamt, würde man bei uns sagen, die Frauen, die gegen das Zwangseinziehen ihrer Söhne protestieren, stand auf dem Plakat ganz groß, Gebärefleisch, wenn ich es selbst übersetze. Vielen Dank.
Ich würde gerne eine kleine zweite Fragerunde noch starten. Wir sehen jetzt, wie sehr die Freiheitsräume für Mann und Frau in der Gesellschaft aktiv zu sein eingeschränkt werden, gerade in der letzten Zeit. Galina, vielleicht die Frage an Sie. Erwächst denn da andererseits auch ein gesellschaftlicher Widerstand gegen? Das heißt, wehren sich mehr und mehr Menschen gegen diesen Druck und die Einengung von oben? Ich würde hier die Frage eher anders stellen. Von wem geht dieser Widerstand aus? Vom Volk, von der gesamten Bevölkerung? Nein, ich würde hier nicht behaupten, dass die gesamte russische Gesellschaft die Situation anders versteht und beginnt, sich dem widerzusetzen. Aber da es 42% der neuen Menschen waren, die auf die Straßen gegangen sind, das alles zeugt zum Teil davon, dass neue Menschen ihre Position, ihre gesellschaftliche Position, zivilgesellschaftliche Position immer mehr und verstärkt zum Ausdruck bringen, und das während der Pandemie und das unter den Bedingungen einer heftigen Niederschlagung. Und diese 42% haben die Straße für sich entdeckt, um ihre bürgerliche Position, zivilbürgerliche Position, zivilgesellschaftliche Position zu artikulieren. Und das ist das, was wir sozusagen mit unseren Händen greifen können. Aber ich bin Spezialistin im Bereich Massenmedien. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass wir in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung des investigativen Journalismus beobachten. Und das ist sehr wichtig, obwohl die Kontrolle seitens des Staates sehr stark ist, obwohl sehr große finanzielle Injektionen, Finanzspritzen in die Propaganda nach wie vor getätigt werden, gibt es diesen investigativen Journalismus. Diese Menschen legen einen Mut an den Tag und starten Projekte, bei denen sie erzählen, was im Land passiert. Und sie bieten dadurch eine Plattform, um kritische Positionen zu äußern. Und diese freien Stimmen, sie erklingen natürlich nicht im Fernsehen, in erster Linie im Internet. Blogger kommen anstelle der staatlichen Journalisten und sie nehmen diesen leeren Platz ein in den Regionen, und sie werden so gesehen zu den sogenannten Bürgerjournalisten. Das sind Blogger, die über Ereignisse, über politische Ereignisse in der Gesellschaft erzählen. Und das sind bei weitem keine professionellen Journalisten. Das können Journalisten, Ärzte, Studenten sein. Es ist aber wichtig zu betonen, dass unter ihnen auch Journalisten vorhanden sind, unter anderem auch jene, die tagsüber bei staatlichen Medien arbeiten und abends ihren eigenen YouTube-Kanal haben. Solche Personen gibt es auch. Und all diese unterschiedlichen Erscheinungen, Anzeichen dafür, dass die Gesellschaft aufwacht, kann man tatsächlich als eine positive Tendenz bewerten. Eine andere Frage: Wie viel Zeit brauchen wir, um die kritische Masse zu erreichen, damit wir tatsächlich davon sprechen können, dass die russische Gesellschaft aufgewacht ist und bereit ist, ihre Rechte zu verteidigen, ohne Angst zu haben? Ich denke, diese Frage kann man eher an Politologen adressieren. Ich bin ja Juristin, aber im Großen und Ganzen sehen wir, dass Journalisten der Zensur überdrüssig sind. Sie sind auch der Selbstzensur müde. Sie sind müde, dass immer und immer neue Gesetze verabschiedet werden, die neue
ausgeklügelte Kontrollformen einführen. Deswegen suchen Sie nach anderen Formen, nach anderen Plattformen, um sich artikulieren zu können. Und das bleibt nicht unbemerkbar. Das ist ja eine Besonderheit, die man mit großem Respekt kennenlernt, wenn man in Russland lebt, dass bei allem Druck, der aufgebaut wird, eine große Fantasie, ein großer Reichtum an Kreativität, wieder neue Formen, Formate, Inseln der Freiheit sich zu erobern besteht. Allerdings hat natürlich die letzte Gesetzeswelle, die noch rollt im Moment, schon den Eindruck erweckt, dass es langsam eng werden könnte, überhaupt noch kreativ für sich neue Freiräume zu schaffen. Natalia, Sie arbeiten für eine letztlich ausländische Organisation, Amnesty International. Der Vorwurf der russischen Führung, der Vorwurf, den man häufig in Russland hört, ist ja, sie mischen sich ein von außen in russische Angelegenheiten. Was antworten Sie auf diesen Vorwurf? Nun, wir orientieren uns immer danach, was Menschen vor Ort machen. Für uns ist es wichtig, darüber zu erzählen, was russische Aktivisten machen. Wir möchten Menschen inspirierende Geschichten über Menschen erzählen und aufzeigen, wie sehr sich schnell Menschen organisieren, wenn sie wissen, dass ihre Verwandten in Haft gekommen sind, wo sie zurückgehalten werden. Also wie organisieren sich Menschen, damit Pakete an Festgenommenen geschickt werden? Wie organisieren sie sich effizient, um diese Prozesse zu beschleunigen, damit es schneller geht und nicht so langsam wie in den ersten Tagen, wo nur 10 bis 30 Pakete abgegeben werden durften? Und es ist wirklich sehr wichtig, immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir hier tätig sind und Aktivisten, die sich kritisch äußern, die Performance veranstalten, wie Daria es gezeigt hat, die verlangen, dass ihr Körper im Fernsehen gezeigt wird oder in Social Media veröffentlicht wird, dass diese Menschen diese Möglichkeit haben. Und sehr oft wird das auch als Ausland, als Einfluss aus dem Ausland bezeichnet. Julia Zvitkova ist zu einem internationalen Symbol geworden, weil Feministinnen und auch einfache Menschen in Russland sehen, dass sehr oft gesagt wird, dass es unterminierender Einfluss aus dem Westen ist. Aber der weibliche Körper in Russland, das ist doch völlig, völlig normal. Und wir wissen nicht, von wo dieser Einfluss kommt. Diese Sachen sind wichtig. Und es ist auch wichtig, über Erfolgsgeschichten zu berichten, die in anderen Ländern passieren. Und damit beschäftigt sich Amnesty International unter anderem auch. Wir erzählen auch über kritische Geschichten in den USA, wo Tränengas gegen Aktivisten eingesetzt wird, wo Gewalt in Übermaß angewendet wird. Und oft denken wir, dass wir als internationale Organisation durch Propagandisten auch benutzt werden kann. Aber wir zeigen auch gute Geschichten, bei denen Menschen gemeinsam ihre Probleme lösen, die Solidarität an den Tag legen und erfolgreich werden, wenn es darum geht, noch schwierigere Situationen zu überwinden. Und wir versuchen, ein Fenster von Möglichkeiten zu eröffnen, zum Beispiel Japaner, die auf ihre Todesstrafe warten. Und ich denke, dass das Menschen inspirieren soll. Und diese Fenster der Möglichkeiten werden auch für Europäer äußerst wichtig sein. Diese gute Erfahrung, diese Geschichten darüber, welchen Platz Russland in der internationalen Tagesordnung einnimmt. Menschen bei uns sind lokal verhaftet. Wir leben in Woronisch und verfolgen alles, was im Gebiet Woronisch passiert, aber wissen nicht, was in Chabarowsk los ist. Oder wir verfolgen, was in Russland los ist, aber sehen überhaupt nicht, was in Europa passiert oder was jetzt gegenwärtig in Myanmar
geschieht. Und in diesem Sinne ist es sehr wichtig, dieses Horizont zu erweitern und die andere Erfahrung aufzuzeigen. Vielen Dank. Ja, der Name ist zweimal Julia Tsvetkova erwähnt worden. Vielleicht nur als kurze Erklärung. Eine Künstlerin in Russland, die künstlerischerweise Geschlechtsteile, weibliche Geschlechtsteile dargestellt hatte und strafrechtlich verfolgt wird. Deswegen als letzte Frage noch, wir haben noch 2-3 Minuten gerade. Daria, Sie sind ja nun, wie gesagt, in Anführungszeichen ausländische Agentin geworden. Was hat das denn konkret für Sie schon für Folgen gehabt? Ich weiß, Sie mussten zum Beispiel einen Rechenschaftsbericht schreiben. Also ich musste meine Rechenschaft ablegen, und zwar für das letzte Jahr. 4 Tage, also hatte ich, an denen ich keine Geschenke gekauft habe, keine Rechnungen gesammelt habe. Also diese Berichterstattung war für nicht kommerzielle Organisationen vorgesehen. Und wie soll ich diese Berichte zusammenstellen, da ich natürliche Person bin? Das war absurd und ich wusste überhaupt nicht, was ich alles tun soll. Mir graut schon davor, wenn ich jetzt einen neuen Bericht zusammenstellen soll, welche Rechnungen, welche Quittungen ich beilegen soll. Wir sind die sogenannten, die ersten Schwalben dieser ausländischen Agenten. Und das muss weiter. Das muss man vielleicht kurz erklären, Daria, entschuldigen Sie. Sie müssen Rechenschaft ablegen, nicht nur über die ausländischen Mittel, die Sie erhalten haben, sondern auch über die Art und Weise, wie Sie sie ausgegeben haben. Und das im vierteljährlichen oder halbjährlichen Rhythmus. Wie war das? Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ich hoffe, dass ich vom Justizministerium eine inhaltliche Antwort bekomme, ob diese Form der Berichterstattung auch uns zu Pass ist. Wir sind keine kommerzielle Organisation und müssen natürlich diesen Bericht nicht in dieser vorhandenen Form verabschieden. Dieses Gesetz wurde tatsächlich sehr schnell verabschiedet, deswegen wurden all diese Formulare nicht angepasst. Also wenn ich diese Spalte sehe, das Geld, das ich ausgegeben habe, ich habe dafür Geschenke für meine Kinder gekauft und das ist schon der Eingriff in mein Privatleben. Alles, was wir bei Facebook oder Instagram posten, das sind alle Materialien ohne Beteiligung von ausländischen Agenten. Ich hatte nie journalistische Ambitionen. Wenn ich zum Beispiel einfach Fotos von meinen Kindern poste und dann diese Anmerkung anführen muss, ausländischer Agent, wissen Sie, da ist mir ganz mulmig zumute. Jetzt habe ich sowieso keine Technik, Computer ist weg, die gesamte Technik ist weg, das ist unangenehm einerseits, aber andererseits sieht das alles wie eine Anti-Utopie aus. Ich muss tatsächlich das alles machen und an Folgen denken. Es gab ja eine Forderung, wir müssen eine Nichtregierungsorganisation gründen und sie beim Justizministerium registrieren lassen. 3 Kollegen haben diese OOO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet. Aber ehrlich gesagt bin ich hier eine passive Teilnehmerin, denn ich mache diese Unterlagen auf. Ich verstehe kein Wort und gebe das weiter an meine Kollegen, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum wir das alles brauchen. Vielleicht noch als Satz hinterher, es ist tatsächlich so, dass Sie über Ihre Ausgaben Rechenschaft ablegen müssen. Keiner weiß so ganz genau, was Sie da eigentlich für Kassenzettel und Quittungen wenn einreichen müssen. Es ist außerdem gefordert, dass die natürliche Person, die als ausländischer Agent, als Massenmedium gelistet wurde, eine juristische Person gründet. Das ist die Frage der Gemeinschaft. Vielen Dank Ihnen allen. Das war unsere erste Gesprächsrunde über die Zivilgesellschaft in Russland und all das, was sie seit kurzem zusätzlich bedroht. Das war der Blick aus Russland. Dem wird gleich ein Blick aus deutscher Sicht folgen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, tatsächlich 5 Minuten.
damit Sie eine Tasse Tee sich holen können oder vielleicht den anderen oder einen oder anderen Keks. Und dann, ich würde sagen, um 21.05 Uhr, also 19.05 Uhr in Deutschland, pardon, ich bin in die russische Zeit gerutscht, um 19.05 Uhr in Deutschland gibt es eine weitere Runde, die sich insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie die westlichen Partner, wie man in Deutschland auf all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, reagieren sollte. Und in dieser Runde begrüßen wir auch Vertreter, Vertreterinnen aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Europaparlament und der deutschen Zivilgesellschaft. Also in 5 Minuten sehen wir uns wieder, 19.05 Uhr. Bis gleich. Und später wird es dann nochmal die Möglichkeit geben, dass unsere russischen Gesprächspartnerinnen auf die deutsche Runde reagieren. Und dann gibt es noch Fragen und Antworten. Und jetzt 4 Minuten noch Pause bis 19.05 Uhr. Gut, meine Damen und Herren, dann setzen wir unsere Gespräche fort. Ich begrüße Sie herzlich diesmal aus Berlin. Mein Name ist Walter Kaufmann und ich leite hier in Berlin in der Heinrich-Böll-Stiftung unsere Arbeit in Ost- und Südosteuropa. Und ich möchte zu unserer zweiten Gesprächsrunde nun ganz herzlich begrüßen Stefanie Schiffer. Stefanie Schiffer ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins Europäischer Austausch, der verschiedene Programme im Bereich des zivilgesellschaftlichen Austausches und der Zusammenarbeit mit Osteuropa durchführt. Außerdem ist Stefanie Schiffer Initiatorin der European Platform for Democratic Elections, eines Zusammenschlusses von Wahlbeobachtungsorganisationen, Unabhängigen, die von der russischen Regierung auf die Liste unerwünschter ausländischer Organisationen gesetzt wurde. Und in diesem Zusammenhang ist Stefanie auch mit einem Einreisebann nach Russland belegt worden. Der nächste ist Dr. Tobias Tunkel. Er ist der Russland-Referatsleiter im Auswärtigen Amt, auch für andere Länder in Osteuropa zuständig, heute Abend hier für uns natürlich vor allen Dingen als Abteilungsleiter für Russland. Ganz wichtig, schönen guten Abend, Herr Tunkel. Und last but not least, Sergej Lagodinsky, der russlandpolitische Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament. Hallo Sergej. Sehr schön, dass Sie und ihr da seid. Herr Tunkel, meine erste Frage geht an Sie. Die deutsche Regierung hat sich in den vergangenen Jahren bekanntlich nachdrücklich für den Verbleib Russlands im Europarat eingesetzt. Jetzt im Fall Nawalny hat die russische Justiz dem Europarat die kalte Schulter gezeigt, indem sie die Verurteilung zu 2 Jahren und 8 Monaten Lagerhaft begründet mit einem Urteil, was vom Europarat als willkürlich verworfen wurde. Auch in Bezug auf diese russischen Agentengesetze hat die Venedig-Kommission des Europarats schon 2014 sich sehr kritisch geäußert und zur Abänderung oder zum Einkassieren dieser Gesetze aufgefordert. Was bedeutet das? Wie kann denn die EU reagieren? Ist der Europarat zahnlos, irrelevant geworden? Wie stehen Sie zu diesem europäischen Engagement und zur Rolle Russlands im Europarat? Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Zunächst mal möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich hier dabei sein darf in dieser Runde, in dieser Diskussionsrunde. Ich möchte auch unterstreichen, wie stark ich beeindruckt bin von den Statements der 4 Panelisten im ersten Teil dieses Seminars, die doch sehr deutlich und sehr eindrücklich vor Augen geführt haben, die Betroffenheit, wie stark persönlich betroffen die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft durch die neue Gesetzgebung in Russland sind. Jetzt zu Ihrer Frage, Europarat, ja,
Ich meine, Sie wissen das alles, ich muss das nicht ausführen. Es war eine sehr schwierige Diskussion 2019, als wir uns eingesetzt haben für die Rückkehr Russlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Es war eine sehr, sehr schwierige Abwägung, bei der uns klar war, dass es auch viele Argumente dagegen gibt. Wir haben diese Entscheidung nach sehr intensiven, sehr ausführlichen Diskussionen mit Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft geführt und haben, wie gesagt, am Ende befunden, dass die Vorteile der russischen Zivilgesellschaft den Zugang zur Gerichtsbarkeit des EGMR zu erhalten, die vielen Nachteile überwiegt. Das war die Analyse 2019. Ob die jetzt immer noch so gilt, das ist sicherlich etwas, was man weiter diskutieren muss. Wir sehen gerade nach den Verfassungsänderungen im letzten Jahr, die ja einen Vorrang der nationalen Gerichtsbarkeit gegenüber den Urteilen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes festgeschrieben hat. Wir sehen, dass es doch eine weitere Abwertung der Verpflichtung im Rahmen des Europarates in der russischen Rechtsprechung gibt. Und dass das natürlich einhergeht mit einer einem politischen Rückzug aus dem Europarat, das bedauern wir sehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das spricht eigentlich dafür, Russland in diesem Rahmen unbedingt zu halten, ist es die Berufungsgrundlage, auf die wir uns beziehen, wenn wir Russland an seine Verpflichtungen gegenüber der Zivilgesellschaft erinnern. Uns begegnet ja häufig das Argument Einmischung in innere Angelegenheiten und so weiter. Wir sehen das grundsätzlich anders, weil wir uns ja nur auf etwas berufen, auf das wir uns im internationalen Kontext, Stichwort Europarat, Europäische Menschenrechtskonvention, Stichwort auch OSZE, gemeinsam geeinigt haben. Und wenn diese Berufungsgrundlage wegfällt, fällt auch der Hebel, den wir haben, um für eine aktive, freie, unabhängige Zivilgesellschaft uns einzusetzen, fällt weg. Also insofern glaube ich, ist es weiterhin eine schwierige Abwägung, aber ich denke, wir müssen auch sehen die Vorteile und die positiven Aspekte, die sich aus der Europaratsmitgliedschaft ergeben. Vielleicht die nächste Frage an Sergej. Sergej, das Europaparlament hat im Dezember 2019 bereits eine Resolution verabschiedet, in dem es die verschiedenen europäischen Strukturen, Kommission, Hoher Rat etc. aufgefordert hat, sich sehr kritisch mit der Agentengesetzgebung in Russland in Bezug auf die Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen, Berichte dazu zu liefern, ist in allen Gesprächen mit russischen Offiziellen anzusprechen etc. Jetzt haben wir letzte Woche Herrn Borrell in Moskau erlebt. Da hat sich eher der Eindruck ergeben, dass Herr Lavrov Herrn Borrell die Leviten gelesen hat und nicht umgekehrt. Wie handlungsfähig ist die EU gegenüber Russland und was kann sie aus deiner Sicht tun, um handlungsfähiger zu werden? Russland genauso handlungsfähig. Ton ist noch nicht da, Sergej. Bei mir schon. Hast du Deutsch eingestellt als Sprachkanal? Jetzt besser? Ja, jetzt geht's. Deutsch eingestellt, ich wusste gar nicht. Die EU ist gegenüber Russland genauso handlungsfähig, wie die EU gegenüber allen anderen Themen der internationalen Politik handlungsfähig ist. Nicht besonders. Ja, also das ist ja sozusagen so, das sieht man an meinem Gesichtsausdruck langsam auch, ein bisschen frustrierend, Außenpolitik zu machen, gerade im Europäischen Parlament, was ja sowieso am schwächsten von Kompetenzen ausgestattet ist im EU-Gefüge. Und dann auch zu sehen, dass die EU insgesamt auch nicht besonders handlungsfähig ist. Ich glaube schon, dass wir Raum und Möglichkeiten haben und natürlich tragen solche Auftritte, wie wir die erlebt haben in Moskau, nicht dazu bei,
diese Handlungsräume aktiv und nützlich zu benutzen. Ich weiß aber auch, und ich habe gerade jetzt mit dem Kabinett von Borrell gesprochen, die Gespräche hinter den Kulissen waren schon sehr offen und auch sehr kritisch, wo eben diese Fragen, auch die Fragen, die du erwähnt hast, nach meinem Verständnis auch erläutert und auch kritisch erläutert worden sind. Also insofern kann man auch sozusagen diese fast schon neurotischen Reaktionen seitens von Lavrov auch so ein bisschen als Reaktion darauf sehen, dass sie unter Druck sind. Das wäre die positive Deutung dessen, was da vorgefallen ist. Ich bin wahrscheinlich in der Mitte und ich würde sagen, das darf nicht nochmal passieren, denn das ist eine große Erniedrigung und ein großes Vorführen der Europäischen Union gewesen. Also nur kurz und dann bin ich auch fertig. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, wir müssen schauen, doch inwiefern wir mit Sanktionen, auch mit dem neuen Sanktionsregime wegen Menschenrechte, aktiv werden und zwar schnell aktiv werden. Und da schaue ich auf Herrn Dr. Tunkel. Wir warten immer noch auf die Initiativen seitens der großen, nicht nur baltischen, sondern der großen Mitgliedstaaten. Berlin und Paris und andere sind jetzt dran, um eben da ganz klar den Prozess der Sanktionsverhandlungen anzuschieben. Das wäre zum Beispiel etwas, wo wir zeigen könnten, ja, wir stehen nicht nur da bei Pressekonferenzen und gucken leise in den Boden, während uns Leviten gelesen werden, sondern wir können auch wehtun. Und wir brauchen jetzt auch Entscheidungen, die zumindest den Eliten, den Oligarchen und anderen wehtun. Also ich würde sagen, hier Nord Stream 2 brauche ich jetzt nicht zu erwähnen. Ich will jetzt Herrn Tunkel nicht noch mehr wehtun und in eine schwierige Situation bringen. Aber das wäre eine ganz einfache Geschichte, wo Deutschland ja wirklich nicht die EU braucht, aber auch andere Sanktionsmechanismen und das natürlich alles neben einer Neubestandsaufnahme der Antikorruptionsgesetze und Geldwäschegesetze. Denn in vielen Punkten geht es nicht um Sanktionen. In vielen Punkten geht es darum, wie viel dreckiges Geld wollen wir bei uns waschen lassen. Das hat mit Sanktionen dann nur peripher zu tun. Mhm. Stefanie, wir haben eben gehört, wie unglaublich verunsichernd und gefährlich das ist, was da in Russland passiert für unsere zivilgesellschaftlichen Partner und Partnerinnen. Bedeutet das für westliche Unterstützer, westliche Partner, dass wir vorsichtiger sein müssen in der Kommunikation? Sollen wir verborgener agieren oder sollen wir ganz offen zu der finanziellen, moralischen, politischen, sonstigen Unterstützung unserer russischen Partner, Partnerinnen stehen, in einer Situation, in der sozusagen internationale Zusammenarbeit in Russland toxisch wird, toxisch gemacht wird? Ja, danke für die Einladung, heute Abend zu sein. Danke auch für die Frage. Ich würde kurz noch kommentieren, gerne die Sache mit dem Europarat, die ich auch wirklich für zentral halte, auch für die Zivilgesellschaft natürlich. Und danke auch für die Auslassung, Herr Tunkel. Das ist, da teile ich sehr viel von dem, was Sie dargestellt haben. Auch natürlich die Möglichkeit der Klage für russische Bürgerinnen und Bürger, die ja zentral ist für die Mitgliedschaft, auch die Entscheidung, das Stimmrecht wieder zu erteilen. Das Problem ist ja jetzt, wie Sie gesagt haben, dass Russland sich entzieht der Notwendigkeit, also sich nicht bereit erklärt, die Gesetze dann, die Urteile umzusetzen. Und damit verstößt ja Russland gegen die Menschenrechtskonvention selbst. Und das ist natürlich eine Sache, auf die man jetzt reagieren muss. Denn das war ja im Grunde Teil des Deals. Das Stimmrecht wird wieder erteilt an die russische Delegation, damit die Klagemöglichkeiten gegeben sind. Und der funktioniert jetzt nicht. Jetzt muss man da wirklich genau gucken und sich fragen, ob nicht eine parallele Situation gegeben ist, wie vor einigen Jahren, als die aserbaidschanische Regierung so gehandelt hat und da ein Vertragsverletzungsverfahren initiiert worden ist, was dann auch gewirkt hat. Die aserbaidschanische Regierung hat dann begonnen und die Gesetze haben dann begonnen, die Gerichte haben begonnen, die Gesetze umzusetzen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, an der sich auch messen wird, wie ernst der Europarat seine Verfahren nimmt. Das steht ja jetzt im Raum. Das ist, denke ich, ein Punkt.
Und die Gesetze widersprechen jetzt auch natürlich Paragraph 11 dem Recht auf Versammlungsfreiheit der Menschenrechtskonvention. Das, alles, was die Kolleginnen gerade dargestellt haben, dieser Druck, unter dem sie stehen, ist eine Verletzung des Rechts auf Versammlungsfreiheit, was von der russischen Regierung jetzt da durchgeführt wird. Also worauf wir auch achten müssen, ist die Rolle, die Russland jetzt im Europarat spielt. Der Europarat, das wissen wir, hatte eine starke Korruptionskrise hinter sich. Die ging damals vor einigen Jahren von Aserbaidschan aus. Wir müssen sehr aufpassen, dass sich die Institution jetzt stark verhält und auch resilient ist gegen Einwirkungen, sie vielleicht zu schwächen, die wir schon tatsächlich konkret sehen durch die russische Delegation. Ich muss es leider so deutlich und so offen sagen. Also da muss sich die Institution jetzt wappnen, der Europarat muss sich schützen. Das war der Kommentar zu der Frage Europarat. Zu Borrell wird mir auch noch vieles einfallen, aber das lassen wir jetzt vielleicht mal weg. Jetzt die Frage weiter. Natürlich müssen wir die Zivilgesellschaft in Russland unterstützen und das kann man auch. Und die Gesetze sind schrecklich, die sind streng, die sind auch gefährlich. Aber es gibt so viel Bereitschaft in der russischen Zivilgesellschaft, immer noch mit europäischen Partnerinnen und Partnern zu arbeiten. Da kann man, so viel Geld hat Europa gerade gar nicht zur Verfügung, wie man da noch arbeiten kann. Und das muss natürlich alles gemacht werden. Es ist aber nicht nur eine Frage des wie viel, es ist auch eine Frage des wie. Wir müssen gut fördern, klug fördern. Wir müssen uns da rechtlich auskennen und wir müssen richtige Mechanismen entwickeln. Und das ist eine Sache, wofür wir Instrumente brauchen und Strukturen brauchen. Und das ist an uns, die gemeinsam mit den Ministerien, auch mit der EU zu entwickeln. Ich nenne nur, das wissen alle, ich bin ein großer Fan des European Endowment for Democracy. Das ist eine Stiftung, die dafür prädestiniert ist und geschaffen ist, in schwierigen Situationen Zivilgesellschaft zu unterstützen. Dieses European Endowment muss gestärkt werden, um gerade in schwierigen Situationen zu handeln. Und auch auf deutscher Ebene muss es vergleichbare Strukturen geben, die politisch klug, nachhaltig, strategisch fördern können, auch in Situationen, die so schwierig sind, wie wir sie gerade in der Russischen Föderation beobachten müssen. Anschließend daran die Frage der Unterstützung. Was machen wir mit dem Argument, das ich nicht teile, aber was immer wieder vorgebracht wird, auch manchmal in der deutschen Debatte? Ja, wenn ihr euch in Russland einmischt, dann dürft ihr auch nichts dagegen haben, dass sich die Russen hier bei uns einmischen. Ja, und wir haben viel zu tun mit sogenannten hybriden Kriegsführungen, Desinformationskampagnen, der Fall Lisa vor Jahren, viele dieser Dinge. Aber wir haben auch durchaus Organisationen hier im Land, die aus Russland Unterstützung bekommen. Wie gehen wir damit um, wenn sowas kommt, naja, wie du mir, so ich dir. Ja? Wir sind ja, auch die Pressekonferenz mit Lavrov hat es gezeigt, wir sind ja auf so einem Kommunikationsniveau mittlerweile angekommen, wo geholzt wird. Ja? Und wie geht man damit um, Herr Tunkel oder Sergej? Offenen Schlagabtausch und dennoch Abwehr von Desinformation und Manipulation. Wie machen wir das, Herr Dunkel? Ja, also ich glaube, wir sollten natürlich schon ein bisschen auf das Niveau achten. Also wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass da übel geholzt wurde am letzten Freitag. Ich glaube, dass auf das Niveau sollten wir uns da nicht begeben. Das schadet uns allen. Ich hoffe auch sehr, dass unsere russischen Kolleginnen und Kollegen da schnell wieder einen anderen Ton im Umgang anschlagen, denn das war in der Tat nicht schön. Aber ich glaube, was völlig außer Frage steht, ist, dass wir unabhängig von dem, was russischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit Russland zusammenarbeiten, passiert, dass wir, was unsere eigene Situation anbetrifft, was unsere eigene Gesellschaft anbetrifft, an unserer Resilienz arbeiten müssen.
Ich würde aber doch deutlich unterstreichen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ähnliche Methoden bei uns anwenden, wie wir sie in Russland kritisieren. Also das abgesehen davon, dass das ja gar nicht mit unserem Rechtssystem in Einklang zu bringen wäre, wäre es auch ein Verstoß gegen unsere Werte, für die wir nur dann im Ausland überzeugend eintreten können, wenn wir sie auch im Inneren respektieren. Ich glaube, das ist völlig selbstverständlich und wird ja auch von niemandem in Frage gestellt. Aber davon ausgenommen ist natürlich das Bedürfnis und das Bemühen und die Notwendigkeit, dass wir uns um Resilienz bemühen, dass wir dafür sorgen, dass unsere freien Medien, dass unsere freie Gesellschaft nicht missbraucht wird, dass sie nicht auf hybride Art und Weise unterwandert wird. Ich glaube, da haben wir einen gehörigen Weg hinter uns gebracht und sagen wir mal, seit 2014, als es natürlich für alle ein gewisses Erwachen gab, auch unsere Instrumente geschärft. Aber da müssen wir natürlich weiter wachsam sein, denn dass wir da Bedrohungen ausgesetzt sind, das, glaube ich, ist jedem klar, der ein bisschen die Zeitung liest. Sergej? Ja, es ist in der Tat die Frage, ob wir das Spiel mitspielen wollen, was uns da aufgezwungen wird. Und erstens würde ich sagen, mir ist kein Gesetz bekannt, was bei uns Ruskimir und andere Organisationen als Agenten gebrandmarkt, wo Menschen dann, wo wir irgendwelche unwillkommene NGOs haben und Menschen wie die arme Kollegin da in Rostov seit 2 Jahren unter Hausarrest mit einer Tochter, die umgekommen ist oder gestorben ist und jetzt 5 Jahre Lager. Also ich sehe jetzt keine AfD-Mitglieder, die jetzt mit 5 Jahren Lager hier bedroht werden und auch keine pro-russischen Organisationen. Also es ist nicht spiegelbildlich, ja, muss man ja schon sagen. Das ist nicht das Gleiche. Warum? Weil wir in einer Demokratie leben und sie nicht. Und das muss man auch aussprechen können. Und das muss man auch aussprechen können, wenn wir unterstützen und wenn die andere Seite unterstützt. Wir unterstützen Organisationen, die am Ausbau der Demokratie arbeiten. Und sie unterstützen Organisationen, die an der Zersetzung der Demokratie arbeiten. Und ich glaube, was Demokratie ist, und da bitte Europarat, bitte Europäische Konvention für Menschenrechte, da steht ja alles drin. Das können wir doch nicht verwässern, alles durch irgendwelche propagandistischen Verschmutzung des öffentlichen Raumes und des öffentlichen Diskurses. Wir unterstützen Organisationen, die für Menschenrechte einstehen und nicht, wir unterstützen nicht im Gegenzug, was hier gemacht wird, Organisationen, die an einer Pervertierung und Erfindung von neuen quasi Pseudo-Menschenrechten arbeiten. Weil wenn wir damit anfangen, dann haben wir tatsächlich ein Chaos. Also hier muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht eine westliche Propaganda oder irgendeine Aufoktroyierung von westlichen Werten, sondern da sind die Werte, die wir, Stichwort Europarat, Stichwort Menschenrechtskonvention und so weiter und so fort, gemeinsam uns gegeben haben. Wenn Sie sich Richtung China verabschieden möchten, bitteschön, ja, das tun Sie ja auch. Ich meine jetzt die Kreml-Leute, aber dann hat es auch Konsequenzen, auch in sozusagen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Also ich finde, dass wir da überhaupt nicht uns unter Druck setzen lassen durch solche propagandistischen, irgendwie sich spiegelnde Argumente, die gar nicht stichhaltig sind. Letzte Frage in dieser Runde. Stefanie, gestern hat die Bundeskanzlerin, oder war es gestern oder vor ein paar Tagen, Hilfsmaßnahmen für Belarus, für die belarussische Opposition, für in Belarus politisch Verfolgte der Bundesregierung bekannt gegeben. Differenzierte Form der Unterstützung. Brauchen wir ähnliche Programme, ähnliche Shelter-Geschichten, Visa-Erleichterungen etc. auch verstärkt für Russland in der jetzigen Situation? Ich denke sicher. Ich denke, die Situationen sind ähnlich, vergleichbar, haben ja auch vergleichbare Ursachen.
Und die Konsequenzen, die spüren wir hier natürlich in Deutschland. Wir müssen das Solidarität üben können. Dazu brauchen wir die Rahmenbedingungen. Also wir brauchen Finanzen, aber wie gesagt, nicht nur die Mittel, also nicht nur die Quantität, auch die Qualität der Förderung muss gewährleistet sein. Und wir brauchen dafür die Strukturen, die das leisten können. Wir brauchen flexible Möglichkeiten, Visa zu erteilen. Alles das ist unbedingt nötig. Und es ist großartig, dass die Kanzlerin das erklärt hat. In Bezug auf Belarus hat sie sich auch auf Empfehlungen aus der Zivilgesellschaft, aus der deutschen und belarussischen bezogen. Das ist sehr richtig. Und ich denke, wir müssen uns vorbereiten, dass wir für Russland endlich handlungsfähig werden und da auch in der Lage sind, Solidarität zu zeigen. Gut, dann erstmal ganz herzlichen Dank für diese kurze Runde. Jetzt geben wir unseren russischen Gästen die Gelegenheit, uns zu kommentieren und finden uns dann in großer Runde in etwa einer Viertelstunde nochmal gemeinsam zusammen, um dann auch die Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Wir schalten uns kurz raus und geben Johannes und seinen Gästen nochmal das Wort. Ja, besten Dank. Jetzt bitte ich alle wieder aus der ersten Runde aufs Podium. Das Podium ist bei uns natürlich der Bildschirm. Das war jetzt ein kurzer, knapper, aber durchaus ganz tiefer Einblick auch in Diskussionen, die in Deutschland, in Europa passieren, was die Veränderungen in Russland betrifft. Stichworte waren Europarat, weiter zusammenarbeiten, gute Förderung, Europäische Union. Mich würde interessieren, wie Sie das kommentieren, immer mit der Frage natürlich im Kopf, was wünschen Sie sich oder was erwarten Sie von beispielsweise Deutschland oder Europa in der jetzigen Situation für die russische Zivilgesellschaft? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Ich kann gerne fragen, einfach Olga, vielleicht möchten Sie beginnen. Johannes, vielen, vielen Dank. Diese Frage ist sehr kompliziert für mich. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, was in Russland passiert, beeinflussen können. Und ich befürchte, ich habe eine sehr pessimistische Prognose. Und zwar, solange in Russland diese kritische Masse fehlt, die sich widersetzen wird, bleibt die Situation nach wie vor sehr kompliziert. Dieses Gesetz über natürliche Personen als Auslandsagenten wird uns dazu zwingen, weniger zu sprechen und leiser zu sein. Das verbreitet sich nicht nur auf Aktivisten, das wissen Sie. Das wird wirklich einen sehr großen Einfluss nehmen auf alle. Und ich kann nicht behaupten, dass dieser Einfluss nicht spürbar sein wird. Deswegen habe ich jetzt kein positives Szenario, also Visaerleichterung Hilfe, einfach zu fliehen, damit man nicht in Haft, ins Gefängnis in Russland kommt. Mhm. Natalia hatte sich gemeldet. Mhm. Vielen Dank. Was mich persönlich angeht, nahm ich mir zu Herzen das, was Sergej gesagt hat, dass wir zeigen müssen, wenn Sie gegen den Westen vorgehen, dann wissen Sie, dass der Partner in der neuen Welt für Sie China ist und was das alles für Sie bedeuten kann. Für uns in Russland ist es wichtig zu sehen, dass Europa ganz offen an der Kritik China gegenüber ist, was viel komplizierter ist, als wenn es um die Kritik gegenüber Russland geht. Man muss natürlich Aussichten aufzeigen, was diese neue Partnerschaft für Russland bedeuten wird, wenn Russland sich vom Westen abwendet. Das muss man bei jeder Möglichkeit artikulieren. Ich habe sehr aufmerksam das Schlusswort von Borrell gelesen. Er sagt darüber, dass er Russland gegenüber die Hand ausstreckt und Bereiche für die Zusammenarbeit anführt, aber man muss auch über Alternativen sprechen. Und ja, ich unterstütze alles, was mit Visaerleichterungen zu tun hat. Und ich möchte hervorheben, dass wir wirklich uns darauf vorbereiten müssen, dass von Russland eine sehr große Migrationswelle Richtung Westen, Europa gehen wird. Wenn die Grenzen nach der Pandemie eröffnet werden, werden wir sehen, dass Menschen in Russland Visazentren einrennen werden. Deswegen ist es erforderlich, dass Bürgerrechtler, Journalisten, die einer zusätzlichen Gefahr ausgesetzt sind, die Möglichkeit bekommen,
ein Visum zu bekommen, und zwar vorrangig, damit sie im Notfall bei realer Gefahr fliehen können. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass bestimmte Themen wichtig sein werden für die Arbeit hier in Russland. Und vielleicht muss man dann einen Erfahrungsaustausch noch vergrößern. Ich bin mir sicher, dass Haftbedingungen zur Sprache kommen werden, denn viele Aktivisten wurden persönlich mit diesen Haftbedingungen konfrontiert. Und wahrscheinlich muss man dann eine Art Besuchssystem in Gefängnissen dann einführen. Ja, das heißt, Visa-Erleichterung auch im Sinne Schutz durch Visa, ein Shelter-Modell wäre eventuell auch angesprochen. Galina, was wäre für Sie besonders wichtig mit Blick auf Deutschland, Europa? Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Kollegen, für Ihre offene Bewertungen und Einschätzungen in Bezug darauf, was passiert, und auch offene Bewertung, was die Positionen der internationalen Organisationen angeht. Das, was Herr Tunkel ausgeführt hat, so kann ich sagen, dass es sehr wichtig ist, die Verbindung zu Bürgerrechtsorganisationen in Russland nicht abreißen zu lassen. Sie sprechen darüber, dass Russland die Verfassung verändert hat und die Entscheidungen der russischen Gerichte vorrangiger sind als Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Das ist nicht so. Es gibt viele Verfassungsrechtler. Ich weiß, dass die Verfassung jetzt einfach lächerlich ist, aber der Artikel 15 der Verfassung legt die Priorität Russlands bzw. die Priorität der internationalen Entscheidungen gegenüber Russland. Das heißt, dieser Artikel ist nicht verändert worden, ist, obwohl alles andere, das war die Verhöhnung des Rechtes. Formal gesehen hat Russland diesen Artikel in der Verfassung nicht abgeändert gelassen. Das heißt, es ist nicht geändert worden. Und das ist natürlich ein Werkzeug, ein Tool, um Druck auf die russische Regierung auszuüben seitens des Europäischen Parlaments, seitens des Europarats. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und Sie müssen nur Fachkräfte in diesem Bereich ansprechen. Sie werden das bestätigen. Ich war unter jenen Leiter der Bürgerrechtsorganisationen, die ein Schreiben an den Europarat geschrieben haben und auch an die PACE, die Parlamentarische Versammlung, dass die russische Delegation weiterhin im Europarat bleibt. Wir haben unsere Meinungen geäußert und viele, die heute hier sind, haben die Position der russischen Bürgerrechtler auch gelesen, denn das ist kritisch wichtig für die russische Zivilgesellschaft, damit wir diesen Zugang zum Europäischen Gericht aufrechterhalten. Und in vielen Fällen ist es die letzte Hoffnung auf Recht und auf Gerechtigkeit. Wenn wir diese Möglichkeit beraubt werden, wird es dazu führen, dass nicht nur Bürgerrechtsorganisationen, sondern auch viele Menschen nie mehr Recht bekommen. Das wird einfach so sein, dass Menschen in Russland keinen Zugang mehr zum Europäischen Gericht bekommen, und das wird in die Hände jener spielen, die diese furchtbaren Gesetze verabschieden, die Rechte von Menschen in Russland verletzen. Also in dieser Situation kann ich nur bestätigen, dass wir große Befürchtungen haben, wenn wir tatsächlich diesen Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einbüßen werden. Und das wird ein schrecklicher Schlag für uns sein, viel schlimmer als nationale Gesetze, die verabschiedet worden sind. Und noch ein letzter Punkt. Was kann die europäische Gemeinschaft und die deutsche Gesellschaft unter anderem tun?
ist es wichtig zu verstehen, dass hier ein politisches Spiel geführt wird. Wir als Zivilgesellschaft sind Außenbeobachter. Wir sind nicht mitten in diesem Spiel. Es wird ein Experiment mit uns gemacht und wir verstehen, dass dieses Spiel sehr stark unser Schicksal beeinflussen wird, ob wir weiterarbeiten werden oder ob wir ins Gefängnis geworfen werden, ob wir rechtzeitig das Land verlassen können oder wenn wir Durchsuchungen ausgesetzt werden, wie es der Fall bei Daria war, wo die ganze Technik beschlagnahmt worden ist. Das sind kleine Bausteine in diesem großen Spiel und die Position der Zivilgesellschaft, sei es in Deutschland oder in der EU, wird von Russland berücksichtigt. Russland will im Club dieser Länder da sein. Sie möchten, diese Beamten in Russland möchten die Gelegenheit haben, ihre Kinder zu sehen, die in Europa studieren. Das alles muss man berücksichtigen und diesen Dialog weiter fortführen, den diplomatischen Druck ausüben. Aber wie Kollege gesagt haben, wir werden hier Nord Stream nicht erwähnen, aber das ist gerade die Situation, in der wirtschaftliche Interessen, Wirtschaftsgeschäfte vorrangig sind, als der Dialog im Bereich Bürgerrechte. Das verstehen wir sehr gut und wir verstehen auch sehr gut, dass wir diesen Kampf gegen die Wirtschaft verlieren werden. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit für eine Balance, um das vielleicht wie ein Ass in der Hand zu verwenden. Wir können hier keine Ratschläge geben und keine Expertenbewertung liefern, weil wir keine Experten sind in diesem Bereich. Aber wir sehen, dass es die Situation im Inneren beeinflusst. Und ich stimme Olga zu. Die Position der russischen Gesellschaft ist sehr, sehr wichtig. Aber wir sehen, wie sich das alles verändert. Das ist nur die Frage der Zeit. Und wenn dieser kritische Dialog nachlässt, wird es durchaus so kommen, dass der russische Staat diese aufwachende zivilgesellschaftliche Aktivität erdrücken wird. Und das wird uns der Gerechtigkeit berauben. Danke. Danke, Galina. Daria, ich habe in einem Artikel über Sie gelesen, dass offensichtlich Ihnen auch die Frage gestellt wurde, ob Sie eventuell Russland verlassen würden. Und Sie haben da gesagt, nein, auf keinen Fall. Sie möchten natürlich in Russland bleiben. Was erwarten Sie aus Ihrer Perspektive vom Westen, von Europa als Unterstützung für die russischen Aktiven, für das Engagement der Zivilgesellschaft? Vielen Dank für die Frage. Als ich gefragt wurde, das war übrigens noch bevor diese Durchsuchung und durch die Beschlagnahmung meiner Sachen passierte und bevor meine Türen eingetreten wurden. Ja, ich meine, den Status ausländischen Agenten hatte ich zwar schon, das war auch sehr erniedrigend, aber das war nicht so schrecklich wie dieser physische Einbruch in meine Wohnung. Ich wollte gerne ergänzen, gar nicht nur mich betreffen, sondern prinzipiell die Aktivistin und die Zivilgesellschaft. Der Dialog mit anderen Ländern ist wirklich wichtig, sonst bleiben wir allein ausgesetzt der Polizeigewalt und Behördengewalt. Das ist sehr schwierig. Bei Julia Zvitkova zum Beispiel haben eine große Anzahl europäischer Stiftungen sie unterstützt, Bilder für sie gekauft, Prämien verliehen, Interviews mit ihr gemacht. Das war wirklich sehr unterstützend für sie. Ich habe Kontakt zu ihrer Mutter und ich sehe, welche Einwirkung das auf ihre Situation generell hat. Das heißt, diese Sicht, der Blick von außen ist wirklich wichtig. Die lokalen Behörden verstehen teilweise gar nicht, was Aktivismus bedeutet und wo der Wert von Aktivismus liegt. Die Propaganda marginalisiert uns. Ja, und die europäische Gemeinschaft könnte uns helfen, auf diese Art und Weise immer wieder erinnern, die Behörden erinnern, andere erinnern. Es geht ja gar nicht darum, dass man Preise oder Prämien verleiht, sondern vielleicht
Urkunden, Ehrenurkunden für irgendeine Aussage oder eine Tätigkeit. Das würde unsere Situation für die Aktivistin vor Ort in der Tat erleichtern. Was mich betrifft, möchte ich sagen, dass ich jetzt natürlich sehr beunruhigt bin, Angst habe um meine Kinder. Und ich weiß nicht, wenn jetzt eine weitere Aggression gegen mich verübt wird. Ich meine, wenn die Wahl fällt, Gefängnis oder Ausland, dann werde ich logischerweise das Land verlassen. Aber das möchte ich nicht, das will ich nicht. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber ich will auch nicht ins Gefängnis, das ist wohl klar. Danke sehr, ein Plädoyer fürs, was Westeuropa betrifft, fürs Hingucken, fürs Solidarität zeigen. Das war eine Reaktionsrunde jetzt nochmal aus russischer Sicht. Und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde noch Zeit für Fragen und Antworten. Dann gebe ich an Walter wieder zurück. Gut, vielen Dank, Johannes. Und ich bitte auch Stefanie Schiffer, Sergej Lagodinsky und Herrn Tunkel zurück in unsere Runde zu kommen. Und freue mich, das Wort an meine Kollegin Nina Happe zu geben, die den Chat bzw. den Fragen- und Antwort-Tool sich genau angeschaut hat über die ganze Zeit bis jetzt und Nina uns einige der Fragen vorstellen wird, die aus unserem Publikum gekommen sind. Und wir werden versuchen, sie in der Gesamtrunde zu beantworten und zu diskutieren. Natürlich ist diese Gesamtrunde auch eine Gelegenheit, noch einmal direkt zwischen deutschen und russischen Gästen in den Austausch zu treten und jeweils zu reagieren. Nina, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, guten Abend. Es ist ein bisschen schwierig, in so einem Q&A kommen natürlich unheimlich viele Fragen und ich denke nicht, dass wir die Zeit haben, sie alle zu beantworten. Es kamen viele Appelle, die jetzt auch in diesem Gesprächskreis kamen, an die deutsche und europäische Seite, was beispielsweise klare Kante gegen Nord Stream 2 angeht, was Sanktionen angeht, was den Europarat angeht. Deswegen würde ich lieber mit etwas basischeren Fragen an unsere russischen Partnerinnen nochmal beginnen, weil uns das einfach interessiert. Und zwar kam zum Beispiel da, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, also es kam so eine Frage nach der Solidarität. Es ist zum Beispiel die Frage an Daria, ob tatsächlich dieser Status der ausländischen Agentin das Verhalten der normalen Mitmenschen verändert hat. Das heißt, wie reagieren die darauf? Ist das wirklich ein Stigma, das dazu führt, dass die Leute mit dem Finger auf einen zeigen? Und andererseits kam eine etwas gegensätzliche Frage dazu, nämlich ob die verstärkten Repressionen nicht auch dazu führen, dass Teile des Staatsapparats langsam Abstand nehmen von Putin. Das heißt, es kam die Frage, ob wie in Belarus etwa so ein Staatsapparat sehr stark zugeschnitten ist auf den Präsidenten, ob die langsam auch die Nase voll haben und ob das Gleiche vielleicht teilweise auch für die Gerichte gilt. Mit diesem Komplex würde ich gerne mal beginnen. Wie sieht es aus mit der Einstellung? Ist das alles so eindeutig und ist diese Propaganda wirklich so wirksam oder hüllt sie sich auch selbst aus? Daria, möchten Sie beginnen? Gerne. Vielen Dank für die Frage. Also meine persönliche Geschichte ist ja so, ich habe in den letzten 2 Jahren im russischen Roten Kreuz gearbeitet und russisch an Geflüchtete unterrichtet und ich wurde entlassen für feministischen Aktivismus. Deswegen habe ich jetzt oder spüre ich jetzt keine Reaktion von Kollegen mehr, weil ich schon vorher entlassen wurde und ich unterrichte jetzt nur noch privat. Aber meine Schüler und die Eltern meiner Schüler sind solidarisch. Sie unterstützen mich und das freut mich natürlich. Ich verstehe, dass in Russland die Reaktion absolut beliebig sein kann. Da kann Ihnen alles passieren. Ich habe somit Glück. Ich wohne in einer guten Stadt. Ich denke, in Petersburg sind die Menschen noch sehr freiheitsliebend. Der zweite Teil der Frage war, inwieweit es wahrscheinlich ist, dass dieses Gesetz
Menschen aus den Behörden eventuell von Putin sich abwenden lässt. Also das ist für mich absolut intransparent. Ich verstehe diese Welt nicht. Das sind Menschen, die ganz anders ticken als ich. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht kann mir sie stellen auch an Olga und an Galina als Juristinnen, sehr vertraut mit dem juristischen System. Gibt es, differenziert sich da etwas im System unter dem Druck dieser repressiven Gesetze, da mitmischen zu müssen? Und wie ist es mit dem Stigma des ausländischen Agenten? Wir wissen es von Partnerorganisationen, die damit, viele konnten damit ganz gut umgehen, andere mussten sich auflösen, konnten nicht mehr weiterarbeiten. Droht dieses Stigma, Leute zu isolieren in der russischen Gesellschaft? Danke, Walter. Ich bin absolut einverstanden. Per Gesetz kann ein Mensch zum ausländischen Agenten erklärt werden, weil er entweder mit ausländischen Organisationen zusammenarbeitet oder weil er Informationen ausländischer Informationsquellen postet. Ja, auch das reicht schon aus, um ausländischer Agent zu werden. Das heißt, der Mensch ist so gesehen infiziert und jeder, der mit ihm zu tun hat, der ein Interview nimmt oder Probleme berichtet, könnte somit per se auch direkt zum ausländischen Agenten werden. Ich möchte auch gerne ergänzen, was das Stigma betrifft. Meine Organisation wurde auch vor 6 Jahren bereits zum ausländischen Agenten erklärt. Wir leben mit diesem Status über diese ganzen Jahre. Und ja, die ersten 2 Monate war das unheimlich schwer. Das war wirklich ein Schock. Wir waren absolut böse, fühlten uns ungerecht behandelt und so weiter, haben aber dann insgesamt seitens der Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, große Unterstützung erfahren. Das war wirklich eine große Unterstützungswelle in Russland. Das betraf auch andere, die als ausländische Agenten deklariert wurden. Wir haben sogar mit Journalisten zu tun gehabt, die wir vorher gar nicht kannten, weil sie diesen Angriff auf sich persönlich bezogen haben. Ja? Wenn Journalisten als ausländische Agenten oder Medien als ausländische Agenten deklariert werden können, was ist dann mit den Journalisten selbst? Uns hat sogar der Gouverneur des Gebiets Woronesch unterstützt. Das war vielleicht der einzige Fall in Russland, wo sogar die Behörden nicht einverstanden waren und ihr Missfallen ausgedrückt haben oder nicht gesagt haben, sie verstehen gar nicht, wie ein solches Medium als ausländischer Agent deklariert werden kann. Und es ist ja auch so eine Art Stempel, ausländischer Agent, also schlecht. Aber die Leute sind ja auch nicht so dumm. Man weiß, dass zum Beispiel staatliche Behörden mit uns nicht zusammenarbeiten sollen. Okay, da haben sicherlich viele auch Angst. Aber wir reichen diese Rechenschaftsberichte ein. Wir müssen unheimlich viel Zeit für Bürokratie aufwenden. Wir haben weniger Zeit und Kraft für unsere eigentliche Arbeit. Davon werden wir abgelenkt. Wir werden in eine Risikosituation gedrängt, wenn wir eben wählen müssen, ob wir jetzt normal leben wollen, unsere Kinder nicht riskieren wollen oder unsere Arbeit fortsetzen. Ja, wir haben diese Wahl zwischen einem normalen, ruhigen Leben oder aber der Fortsetzung unserer Mission, unserer positiven Dinge, denen wir unser Leben gewidmet haben. Und ich kann Sie versichern, dass die Menschen, die in der Zivilgesellschaft arbeiten, die für Bürgerrechte eintreten, sie wissen ja, warum sie das tun. Deswegen erschreckt uns dieses Stigma nicht. Mehr noch, je länger wir mit diesem Stempelaufdruck ausländischer Agent leben, desto mehr Menschen um uns herum verstehen, wie ja, sinnlos das ist, wie wenig gegenständlich das ist. Das heißt, wir haben sehr viel, es gibt patriotisch eingestimmte Menschen, sogenannte Patrioten, aber mich betrifft das nicht besonders. Also ich denke, die Mehrheit der Menschen weiß, was gut und was böse ist. Auch wenn dieser Stempel unmöglich klingt, ja, im Russischen bedeutet es ja Spion, etwas Negatives, jemand, der für
ausländische Aufklärungsorgane arbeitet, was auch immer. Das ist wirklich ein Stigma. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo all diese Worte oder Begriffe oft genutzt werden und von einem abprallen. Man sieht ja auch das Ansehen dieser Menschen, die Reputation der Menschen, die als ausländische Agenten deklariert werden. Das sind ja alles tolle Menschen, die ja tolle Arbeit leisten. Und deswegen bedeutet das bei Bürgerrechtsorganisationen, wir scherzen eher, dass alle Organisationen, die etwas erreicht haben, die sind in diesem Register als ausländischer Agent. Und wenn man da noch nicht drin ist, hat man in seinem Leben halt noch nichts Wichtiges geleistet. Das ist so wie eine Art Qualitätszeichen. Das ist zwar Ironie, ja, wir versuchen uns selber zu überzeugen, dass alles nicht so schlimm ist, aber ich denke, die Gesellschaft weiß das eigentlich auch. Und je mehr Menschen, so tolle Menschen wie zum Beispiel Daria, zum ausländischen Agenten gemacht werden, desto mehr normale Menschen, nicht Bürgerrechtler, nicht Aktivisten und so weiter, verstehen, dass das alles irgendwie unsinnig ist und dass hier im Land irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, wenn solche Menschen unter Druck und Verfolgung geraten. Vielen Dank, Galina. Also eine ideologisch-propagandistische Überspannung seitens der Regierung, die durchaus kontraproduktiv sein kann in ihren Wirkungen auf die Gesellschaft. Nina, eine nächste Frage aus dem Publikum, bitte. Ja, ich wäre jetzt gerne noch auf den größeren politischen Kontext in Russland zu sprechen gekommen. Ich fange jetzt aber doch mal wieder bei der europäischen Seite an. Da gab es schon auch in den Fragen einige Kritik sozusagen an der Politik der Ratlosigkeit der Europäischen Union. Und dann kam dazu die Frage, die ja eigentlich ziemlich aktuell ist, was denn jetzt aus Washington zu erwarten ist mit der Biden-Regierung, ob sich dadurch etwas maßgeblich ändert. Herr Dunkel, darf ich Sie fragen? Sehen Sie da schon Signale? Naja, also ich glaube, die Signale sind sehr klar. Wir haben alle die außenpolitische Rede von Biden der letzten Woche gehört oder gesehen. Wir haben auch mitbekommen, was Biden veröffentlicht hat nach seinem Telefonat mit Putin. Ich glaube, die Richtung ist sehr klar. Also von der amerikanischen Seite ist zu erwarten und ehrlich gesagt auch zu erhoffen, dass sie sich wieder stärker für demokratische Werte einsetzen wird. Das wird Russland betreffen, das wird auch andere Länder betreffen. Aber ich glaube, darin liegt auch eine gewisse Chance. Die Chance, dass wir wieder mit unseren amerikanischen Partnern gemeinsam und dadurch etwas stärker eintreten können für die gemeinsamen Werte. Und insofern hoffe ich, dass wir aus diesem Schulterschluss auch Vorteile bzw. positive Dinge entwickeln können Richtung Russland. Ich wollte eigentlich das Wort Nord Stream 2 nicht erwähnen, aber es gibt jedenfalls mehr als dieses Streitthema jetzt zwischen Berlin, Brüssel und Washington. Ich denke, dass es jetzt die Chance gibt, wieder eine geschlossenere und dadurch stärkere gemeinsame Russlandpolitik des Westens zu erarbeiten. Sergej, siehst du das auch so in Brüssel? Trotz Nord Stream oder bleibt dieses Dilemma bestehen? Ja, also einerseits bin ich jetzt keiner, der irgendwie so Nord Stream-Fetischismus befördert, aber andererseits verstehe ich immer noch nicht, warum wir als Deutschland, als einziges Land bei diesem Projekt gegen alle in der EU stehen. Und das ist ehrlich gesagt schon langsam peinlich, mir zu erklären, was Deutschland und deutsche Positionen sind, weil deutsche Positionen auch gegenüber Russland sind nicht allein Nord Stream 2, aber wegen Nord Stream 2 fällt sozusagen der Schatten auf die gesamte deutsche Position. Und das ist etwas, was, glaube ich, im Zuge dieser Entwicklungen, die wir jetzt erlebt haben, wird es aus meiner Sicht für die deutsche Bundesregierung sehr schwierig sein, diese Position weiter aufrechtzuerhalten, auch nach dieser Erniedrigung der vergangenen Tage. Aber das ist ja kein Geheimnis, dass wir immer schon, das hat nichts mit Nawalny zu tun, das hat zu tun mit grundsätzlichen Problemen dieses Projektes,
die einfach antisolidarisch ist. Ja? Das ist ein antieuropäisches Projekt. Das muss man so benennen können. So, aber ich wollte jetzt nicht auf das Lieblingsthema jetzt kommen. Ich glaube schon, dass der Wechsel im Ton aus Washington schon eine Rolle spielen wird. Und Blinken hat ja auch mit Lavrov gesprochen. Und da wird natürlich eine klare Linie gefahren, die so ein bisschen back to the roots ist, ja, demokratische, sozusagen demokratische Parteilinie auch in diesem Fall. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das etwas an unserer Verantwortung ändert. Und da gab es ja ein paar Fragen, so nach dem Motto, jetzt reden wir wieder über Sanktionen. Nein, wir reden nicht über Sanktionen alleine. Selbstverständlich gibt es auch andere Wege. Und wie gesagt, also ich habe ja auch gesagt, auch Antikorruption und Geldwäsche sind keine Sanktionen. Auch natürlich People-to-People-Verstärkung, das, was Stefanie alles erwähnt hat. Ich sitze ja auch im Aufsichtsrat von European Endowment for Democracy und ich sehe, da geht es nicht um Sanktionen. Da geht es ganz umgekehrt, um Investitionen in die russische Gesellschaft. Und das wieder zu entdecken, das ist ja sozusagen, wenn ich darüber nachdenke, was können wir tun für die Zivilgesellschaft in Russland, ist ehrlich gesagt, diese Gespräche, die wir führen, ein bisschen mehr in unsere Gesellschaften zu tragen, denn Leute verstehen einfach nicht, einfache Menschen, einfache Bürgerinnen und Bürger verstehen nicht, was in Russland passiert. Ja, und dieses Erklären der Situation und der Komplexität dieser Situation wäre schon ein ganz großer Beitrag auch für die Zivilgesellschaft in Russland. Also es geht nicht nur um Sanktionen und wir können einiges machen, aber es ist halt nicht einfach in der Situation etwas zu denken ohne diese negative Agenda. Die wird aber nicht von uns gesetzt, sondern von der anderen Seite. Danke, Sergej. Daran anschließend, Stefanie, diese Frage des Dialogs. Daria hat eben gesagt, wir brauchen unbedingt den Dialog weiterhin. Das ist ein Argument, das oft den entgegengehalten wird, die Russland und die russische Politik scharf kritisieren, wegen der innenpolitischen Verhältnisse in Russland und auch wegen der russischen Außenpolitik. Heißt es dann von einem bestimmten Flügel in der deutschen Debatte, ja, wir brauchen aber den Dialog. Jetzt hat der Petersburger Dialog, in dem wir beide auch engagiert sind, letzte Woche sich sehr eindeutig zum Fall Nawalny positioniert und auch zu dem Agentengesetz öffentlich positioniert zum ersten Mal. Das ist ein quasi offizielles Dialogformat zwischen Russland und Deutschland, in dem sowohl zivilgesellschaftliche Organisationen wie offizielle vertreten sind. Welche Chancen haben wir, ich sage jetzt mal wir, haben wir, Dialog aufrechtzuerhalten und zu erweitern? Und welche Kriterien müssen wir dafür anlegen? Also, was für eine Frage. Ich meine, dieses Gespräch heute Abend finde ich ja großartig, jetzt von Galina, von Daria, von Natalia zu hören, was sie machen, wie sie arbeiten können, ist und ihre Einschätzungen auch vor allem zu hören, ihre politischen Einschätzungen, finde ich, ist super wichtig. Was ich persönlich extrem traurig finde, ist, dass ich Galina nicht persönlich anrufen werde, weil ich eine unerwünschte Organisation bin. Ich werde auch Daria nicht persönlich anrufen. Ich werde auch kein Like im Facebook setzen bei Galina oder bei Daria oder bei Natalia, weil sie damit Probleme bekommen können. Also diese Maßnahmen, die sind brutal. Galina, Sie haben das gerade etwas relativiert. Das ist auch eine Auszeichnung. Das sagen die Leute mir auch. Stefanie, habt ihr toll gearbeitet. Ihr seid Nijelatien, ihr seid unerwünscht. Aber es ist fürchterlich. Wenn ich mich mit über die bevorstehenden Parlamentswahlen unterhalten möchte, mit einem russischen Experten, den ich seit Jahren kenne, dann mache ich nicht. Ich kann den nicht anrufen. Ne? Also diese Gesetze sind sehr brutal, muss man sagen. Menschlich, aber auch beruflich, und sie zerschneiden die Zusammenarbeit. Und sie zerstören, und ich habe sie gerade zitiert, diesen 11. Paragraphen, das Recht auf Versammlungsfreiheit. Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zusammenzuschließen. Das ist eine Aggression gegen dieses Recht, und das darf man nicht kleinreden. Und wir sollen an der Zusammenarbeit gehindert werden. Und Russland soll in eine kriminelle Isolation gedrängt werden. Also
was geht, sollen wir tun? Der Petersburger Dialog muss sich treffen, ohne mich, weil ich darf da nicht hin, aber er muss sich treffen. Also ich glaube, wir müssen klug sein, wir müssen immer Wege finden, miteinander zu reden, aber wir müssen auch dieses Ausmaß an Aggression, müssen wir uns auch wirklich klar machen und wir müssen klug handeln und gut strukturiert handeln. Das ist ja meine Bitte, dass wir zusammen, Zivilgesellschaft und Politik, wir müssen das zusammenbringen. Wir brauchen die Unterstützung der Politik, sonst laufen wir in der Zivilgesellschaft auch ins Leere. Das gehört so zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder mit den amerikanischen Partnern reden können. Es ist so wichtig, dass wir mit den deutschen Partnern reden können. Also wir müssen weitermachen, aber es ist wirklich, es ist gefährlich. Es ist für Sie, und Sie haben es ja dargestellt, Sie, die drei Kolleginnen aus Russland, es ist wirklich gefährlich. Und größte Hochachtung, dass Sie das auch tun. Vielen Dank. Ich möchte dem Publikum gerne mal das Wort geben in der Person von Nina, bitte. Ja, ich kann da vielleicht anschließen, Stefanie. Ich glaube, wir teilen diese Einschätzung und wichtig ist auch, was Sergej gesagt hat, dass hier zu wenig Wissen darüber vorhanden ist, wie es wirklich in Russland aussieht. Also gerade diese Gespräche mit einzelnen Aktivistinnen, Menschenrechtlerinnen, Juristinnen und so weiter, die hat natürlich nicht jeder. Das ist fast schon ein Privileg, zumal es so gefährlich ist. Wir erfahren in der Zeitung mehr über Nawalny. Und es gab dazu auch Publikumsfragen und ich glaube, die müssen auch kurz zu ihrem Recht kommen. Also ist die Frage gestellt worden, zum einen, ob diese Repression gegenüber Nawalny eigentlich der Oppositionsbewegung, so es sie gibt, oder den Protesten jetzt total den Wind aus den Segeln genommen hat. Es ist die Frage gestellt worden, wie man das einordnen muss als größere Maßnahme vor den Duma-Wahlen. Ob das sozusagen ein vernünftiges Argument seitens der Regierung ist. Und aber auch die Frage, inwieweit vielleicht dieser Nawalny die russische Gesellschaft spaltet. Also wie viele Menschen stehen denn tatsächlich hinter ihm oder nicht hinter ihm? Es wurde zum Beispiel zitiert, dass sich Jawlinski jetzt offenbar von Nawalny distanziert hat. Wie ist das einzuordnen? Vielen Dank. Ich würde sagen, zunächst unsere russischen Gäste, aber ich weiß, dass zum Beispiel Sergej Lagodinsky, der auch selbst Nawalny ganz gut kennt, sicher dazu was sagen kann. Bitte schön. Olga, wollen Sie vielleicht beginnen? Oder wer möchte von Ihnen darauf antworten? Nur zwei Worte von mir. Liegt nicht nur an Nawalny, sein ganzes Team sitzt jetzt ein. Jede aktive Person, die etwas organisieren kann, ist entweder unter Hausarrest oder es wurde ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Viele Menschen sind zusammengeschlagen, Menschen stehen unter einem großen Druck und sie werden wahrscheinlich körperlich es nicht schaffen, wieder sich den Protesten anzuschließen. Mehr Menschen werden einfach ausgeschaltet. Die Politik, die Behörden werden sehr rigoros vorgehen, damit die Wahlen so stattfinden, wie der Staat es geplant hat. Natalia? Natalia? Ich kann auch etwas beisteuern. Und zwar, einerseits scheint es mir, dass die Radikalisierung der Gesellschaft in der Tat vorhanden ist. Wir können unterschiedliche Aktivisten sehen in den Regionen zum Beispiel. Zum Beispiel kaukasische Regionen haben nicht aktiv darauf reagiert, auf die Festnahme von Nawalny. Eine minimale Anzahl hat sich dort beteiligt. Warum? Weil in der Rhetorik von Nawalny auch menschenverachtende Worte gegenüber Kaukasier gefallen sind, Vergleiche mit Kakerlaken, Vergleiche mit der Karies. Aber gleichzeitig ist es die Folge jener Politik, die jahrelang geführt wurde, um alle politischen Alternativen zu verätzen. Deswegen ist es so, dass Nawalny als politischer Gefangener wahrgenommen wird. Sie haben ja Jawlinski aus der Partei Jabloka erwähnt und er kommt zum Schluss, dass solange Nawalny politischer Gefangener ist,
Es ist grundsätzlich wichtig, seine Freilassung einzufordern und später kann man über seine Ansichten sprechen. Und was für einfache Menschen angeht, so ist Nawalny eine Art Eisbrecher. Der wird diese Eisdecke aufbrechen und deswegen unterstützen viele ihn. Auch Feministinnen, die Nawalny auch kritisiert haben für seine misogynen Äußerungen, auch Kulturschaffende, auch TV-Stars haben sich geäußert für ihn. Schauspieler werden gekündigt, andere Schauspieler bekommen keine Verlängerung ihrer Verträge, aber auch hier sehen sie ein bestimmtes Karrierewachstum für sie. Das ist ein Symbol, das Menschen vereinigt, aber nur weil andere Symbole fehlen. Danke. Herzlichen Dank. Sergej, darf ich dich bitten, das zu kommentieren? Es ist ja schon, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sehr problematisch, wenn jemand seine politischen Rechte wahrnimmt und die ihm verwehrt werden, massiv verwehrt werden, dann nach seiner zuerst nach der Reinheit seiner politischen Position zu fragen. Ich glaube, das ist Nawalny ist ein politischer Gefangener wegen der Wahrnehmung seiner politischen Rechte. Ist das so? Ja, also nur um noch kurz klarzustellen, ich bin ja kein Sprecher für Nawalny. Nein. Ich einfach meine politische Linie und die war vor Nawalny und nach Nawalny bleibt sie so, wie sie ist. Ja, und die bedeutet, dass Menschen erstens nicht vergiftet werden sollen, egal wie sie heißen, und zweitens sollen sie auch nach dieser Vergiftung nicht noch dafür bestraft werden, dass sie überlebt haben oder dass sie zurückgekehrt sind. Also das, was mich so ein bisschen verwundert, ist diese Frage, die häufig kommt, die kam jetzt nicht, sozusagen, warum ist der überhaupt zurückgekehrt? Also das ist doch lächerlich. Der ist einfach zu sich nach Hause zurückgekehrt, er wusste, worauf er sich einlässt. Das ist doch ein Recht von jedem, zurückzukehren in sein Heimatland, um da eben politisch oder sonst tätig zu werden. Ich glaube, dass die Figur Nawalnys von sozusagen mit Zutun der heutigen vom Kreml aufgebaut wird. Sie machen aus ihm eine Führungsperson durch die Kurzsichtigkeit und durch die Dummheit deren Reaktionen. Diese Reaktionen waren überhaupt nicht notwendig. Also insofern finde ich, dass er schon eine Figur ist, und das hat ja Natalia, glaube ich, auch gesagt, die eint, weil das eine Figur ist, die bisher gefehlt hat. Das ist eine reale Alternative zu dem heutigen Machthaber. Und das ist Jawlinski nicht, das ist Jawlinski auch nie gewesen. Und wir müssen auch ehrlich sein, Jawlinski wird es auch nie sein. Und das ist vielleicht auch eine Antwort darauf, woher solche kilometerlangen Einschätzungen entstehen und kommen, die zwar ambivalent formuliert sind, aber wo jeder versteht, der die Politik kennt, was sie eigentlich bezwecken sollen. Gut, ich habe vielleicht eine letzte Frage. Etwas, was mich heute sehr schockiert hat, war die Nachricht der Festnahme und des Kidnappens zweier tschetschenischer LGBT-Leute in Nischni Nowgorod, die vor der Verfolgung Schwuler und Lesben aus Tschetschenien geflohen sind, nach Russland, nach Nordrussland, und nun festgenommen wurden und nach Tschetschenien überführt werden, und ihnen soll dort ein Terrorprozess gemacht werden. Gibt es in Russland noch sicherere oder unsicherere Zonen? Gibt es noch Inseln, die in irgendeiner Form weniger repressiver sind? Oder kann man sich in Russland selbst nirgendwo mehr verstecken, zum Beispiel vor den Schergen von Kadyrov? Bleibt nur das Ausland. Das ist ja eine wirklich schockierende Nachricht und kaum jemand kann sich ausmalen, was mit den Betroffenen passieren kann. Ich weiß nicht, wer von unseren Menschenrechtlerinnen das aufgreifen kann. Daria, Sie nicken. Wollen Sie etwas dazu sagen? Ja, das ist natürlich eine ganz schlimme Geschichte. Ich befasse mich leider nicht mit
Hilfe, mit dieser Hilfe, und ich wüsste jetzt auch nicht, welche juristische Hilfe man diesen LGBT-Flüchtlingen leisten können. Aber aus meiner Erfahrung in meiner Arbeit mit den Migranten, die teilweise den russischen Pass schon bekommen haben, aber für die Russisch eben nicht die Muttersprache ist, die aus traditionellen konservativen Familien stammen, weiß ich eben, dass es teilweise sehr schwierig ist, in Russland zu leben, wenn man einer nationalen Minderheit dazugehört. Da bestehen sehr feste, konservative Bände. Und das, was jetzt mit den Geflüchteten in Tschetschenien passiert, das wird überhaupt durch russische Gesetze nicht abgedeckt. Kein Polizist wird zu einem Vorkommen fahren oder zu einem Tatort fahren, wenn es mit einer tschetschenischen Familie zu tun hat. Ja? Da wird es keine Aufklärung geben und so weiter und so fort. Ich denke, dass es ein systemischer Rassismus ist bei uns im Land. Wir leben in einem Nationalstaat, und wenn Polizisten mit einer Ethnie zusammenarbeiten und mit einer anderen eben nicht, dann ist es ein riesiges Problem. Und ich weiß auch nicht, wie man ein solches Problem auflösen kann. Oder die Geschichte mit den Geschwistern Khachaturian, drei Schwestern, die auch systematisch von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Eine ganz andere Geschichte, aber eben auch eine ethnische Gemeinschaft innerhalb einer größeren Gemeinschaft. So ein externer Rassismus und diese Isoliertheit innerhalb dieser kleinen Gemeinschaft war es sehr schwierig, diesen Mädchen zu helfen. Also in dieser Situation ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit wirklich nur das Ausland, die Flucht, leider. Wenn ich das kurz ergänzen kann, heute hat das Europäische Menschenrechtsgericht dringliche Maßnahmen genehmigt. Und jetzt sollte ein Anwalt dazugelassen werden, der in die Sache eingeweiht wird. Das heißt, dieser Fall steht jetzt schon unter internationaler Beobachtung. Walter fragt ja, ob das in Russland noch Ecken von geringerer oder von mehr Sicherheit gibt. Wir haben ja sehr oft auch Frauen, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, die ihr Telefon wegschmeißen müssen, weil man ja auch über die SIM-Karte Menschen identifizieren kann und aufhören kann, weil wir Videobeobachtung jetzt im Land haben, Videobeobachtung, die auch der Polizei weitergegeben wird, die auch mit EC-Karte nicht bezahlen können oder die ihr Kind nicht in Kindergarten oder Schule abgeben können, weil man so ihren Aufenthaltsort feststellen kann. Das heißt, sie müssen in ihrer Wohnung sitzen. Solange sie in der Wohnung bleiben, sind sie in Sicherheit. Aber sobald sie auf die Straße müssen, sind sie ausgeliefert. Und das ist natürlich eine unmögliche Situation. Galina, wollten Sie auch noch kommentieren? Gerne. Die Situation mit den zwei Tschetschenen, mit den zwei Männern, ist ja auch noch dadurch schrecklich, dass wir alle wissen, dass es in Russland tatsächlich Regionen gibt, die noch mehr Gefahr bergen. Und Tschetschenien ist eine solche Region. Wir erinnern uns noch an den Skandal mit dem Mord an einer Gruppe, es sind 20 Menschen gewesen aus der LGBT, die umgebracht wurden. Frau Melaschina hat darüber in ihrer Zeitung berichtet. Sie wurde auch ausgezeichnet mit einer Prämie, aber ich meine, schön und gut, Prämie. Aber trotzdem hat sie und auch die Zeitung, mit der sie arbeitet, sehr böse Drohungen bekommen. Und es gab auch von tschetschenischen Geistlichen und so weiter. Man muss sich das mal vorstellen, ja. Sie hat damals über eine analoge Situation gesprochen, über Verfolgung von LGBT in Tschetschenien.
Und sie arbeiten in Russland und befinden sich nach solchen Berichten unter ständlichen Bedrohungen, in ständigen Gefahren. Das sind teilweise auch Situationen, die vom Ausland her kontrolliert werden, beobachtet werden. Aber weder die Journalisten, die darüber berichten, noch die LGBT selber sind in irgendeiner oder können sich in irgendeiner Sicherheit wägen. Jelena schreibt ja nach wie vor über Bürgerrechtsprobleme in Tschetschenien, berichtet immer wieder darüber, wie wichtig es ist, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Unter anderem auch das Europäische Gericht, um dringliche Maßnahmen anzufragen und so weiter. Wie wichtig ist es, Tag für Tag darüber zu berichten? Und was Sie zu Nawalny sagten, da würde ich vielleicht noch kurz ergänzen. Egal, wie man sich gegenüber seinen politischen Ansichten positioniert, wird er ja teilweise auch Nationalismus angeschuldigt. Früher gab es solche Verlautbarungen von ihm, jetzt hat es sich ein bisschen geändert und vielleicht ist es nicht mehr richtig, diese ganzen alten Aussagen über Tarakan, Schaben und so weiter herauszuholen. Seine Rhetorik ist jetzt ein bisschen eine andere und die Menschen, die jetzt in Moskau und in anderen Regionen auf die Straße gegangen sind, ich glaube, in jeder 10. Stadt in Russland sind die Menschen auf die Straße gegangen. Das gab es früher auch nicht. Und ihre Losungen waren ja nicht nur für Nawalny, das waren soziale Proteste. Das waren Proteste, die ganz unterschiedliche Fragen, Freiheit, Bürgerrechte und so weiter aufgehoben haben, unabhängig davon, ob sie für Nawalny sind oder nicht. Und auch darüber wurde auf dem Fernsehkanal Dosht gesprochen und berichtet. Und die Politologen sehen das eher so, dass unabhängig davon, ob die Stiftung für den Kampf gegen Korruption von Nawalny, ob seine Kollegen jetzt arbeiten können oder im Hausarrest sitzen, die Kugel ist losgerollt. Und man beobachtet, die Öffentlichkeit beobachtet nicht mehr schweigend. Man beginnt zu sprechen, zu reden, man zeigt Interesse, die Leute gehen auf die Straße. Also die Politologen sind sich einig, ich habe hier in den letzten Tagen sehr viel dazu gelesen und gesehen, dass die Menschen keine Angst mehr in ihren Blicken haben. Und das ist sehr wichtig, dass ungeachtet dieser schroffen Gesetzgebung, ungeachtet dessen, dass wir über ausländische Agenten sprechen, ungeachtet dessen, dass sich jeder von uns in einer gewissen Gefahr befindet, ausländischer Agent zu werden oder es schon ist, ändert sich etwas in unserer Zivilgesellschaft. Und da sollten wir unter anderem auch Alexei dankbar sein, dass er den Mut hatte, zurückzukommen und diese Welle loszutreten. Er ist in die Heimat zurückgekehrt. Es ist tatsächlich eine seltsame Frage, warum? Es ist seine Heimat. Und er hat gesagt, ich habe eben auch keine Angst. Aber das ist ganz wichtig. Ich möchte die Chance nicht verstreichen lassen, diese leicht optimistischen Worte als Schlusswort unseres Gesprächs ausklingen zu lassen. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Wenig anders zu erwarten, war das ein sehr ernstes Gespräch zu sehr ernsten Themen. Ich glaube, ihr, unsere russischen Partnerinnen und Freundinnen, ihr seid in der allerernstesten Situation. Wir machen uns große Sorgen um euch alle, aber wir machen uns gleichzeitig Sorgen und doch nicht Sorgen um unseren Dialog, der, wie auch heute Abend wieder deutlich geworden ist, ich glaube, sehr, sehr dicht und sehr eng ist. Wir haben ganz vieles, was wir teilen, ganz vieles, was wir gemeinsam bearbeiten. Und das wird sich nicht ändern, trotz der ganzen aggressiven Repressionsversuche gegen diese internationale Zusammenarbeit. Und ich hoffe sehr, dass es in Europa Zivilgesellschaft und Politik wirklich gelingt, Gegengewichte und Selbstbewusstsein aufzubauen und zu kommunizieren, damit wir euch unterstützen können, damit wir anderen Zeiten entgegengehen. Wir wünschen uns alle sehr, das klingt sehr pathetisch, aber das ist sehr ehrlich gemeint, wir wünschen uns sehr ein demokratisches Russland in einem demokratischen Europa und das bleibt unbedingt das Ziel unserer gemeinsamen Arbeit.
Ich bedanke mich bei allen, die heute Abend dabei waren, ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass so viele im Publikum dabei waren. Vielen Dank für all Ihre Fragen. Ich hoffe, wir haben einige davon, sicher nicht alle, beantworten können und kann Ihnen versprechen, wir machen weiter. Alles Gute und einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.